Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, heute ist Kakerlaken-Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern alle Videos bzw. Telefonanrufe aus der vergangenen Woche zusammengefasst als Hörspiel. Nur eben ohne meine Unterbrechungen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Oh. Hallo, schönen Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Rudolf? Mhm. Sehr angenehm, Herr. Am Apparat ist Michel Torres. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ja, es geht um Onlinehandel. Mhm. Sie haben sich angemeldet, richtig? Richtig. Hallo. Ja, hallo. Ja, Sie haben sich angemeldet, richtig? Weiß ich nicht. Wenn Sie das sagen, wird es wohl so sein. Okay. Ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma Sie anrufen. Ich rufe Sie von inertiafinance.com, also es geht um Bitcoin. Ach so. Hm. So, ich sehe, Sie haben sich angemeldet. Jetzt bin ich da, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto erfolgreich aktivieren. Ja. Darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung oder ist es Ihr erstes Mal? Was denn? Erster. Und haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handel beginnen? Ja. Okay. Und wie viel möchten Sie investieren? 25 Euro. 25 Euro? Ja. Leider können Sie nicht, also unser minimaler Betrag ist 250 Euro. So, das haben Sie aber nicht gesagt. Wir sprechen erst einmal. Ja und? Haben Sie ja trotzdem nicht gesagt. Sie haben ja gefragt, wie viel ich einzahlen möchte, habe ich doch gesagt. Ah, okay. Also, unser minimaler Betrag ist 250 Euro, ja? Weniger können Sie nicht einzahlen. Und warum fragen Sie mich denn zuerst und sagen mir hinterher, dass es nicht geht? Hat doch aber nichts mit Kundenbindung einfach, zu tun. Also einfach unsere Kunden sehen unsere Werbung, dort ist das geschrieben, ja, unsere Beträge, also 250, 500 oder 1000. Deswegen. So. Also Sie können wählen. 250, 500 oder 1000. Ja. Was ist denn da besser? Möchten Sie mit minimalem Betrag des Handels beginnen? Ja, weiß ich nicht. Was macht denn da am meisten Sinn? Wie bitte? Was macht denn da am meisten Sinn? Was ist denn da am besten? Am besten, also, ist es 1000, aber, also, wenn Sie möchten, können Sie auch mit 250 oder mit 500 die Hand beginnen, schauen, wie funktioniert das und so weiter, welche Möglichkeiten haben Sie bei uns. Danach können Sie schon entscheiden, ja? Welche Möglichkeiten habe ich denn bei euch? Zum Beispiel, also können Sie aktivieren Robotsystem, die arbeitet mit vollautomatischem Robotsystem, diese Trader-Programm, ja, damit können Sie mehr Profiten haben, wir geben Ihnen auch professionelle Mittel, mit unserem Finanzberater können Sie immer im Kontakt sein, unsere Finanzberater werden Ihnen immer helfen, ja, wenn Sie während Ihrer Handel etwa Probleme haben. Aha. So, momentan arbeiten mit Kryptowährungen ist sehr profitabel. Ich sehe, also an welcher Krypto haben Sie Interesse? Weiß ich noch nicht. Was ist denn da am besten? Die beliebtesten Krypto sind die Bitcoin, Ethereum und Shiba Inu. Ja? Damit kann man mehr Profiten haben. Also deswegen empfehle ich Ihnen, arbeiten mit dieser. Habt ihr auch Cola Coin? Wie bitte? Cola Coin. Cola Coin? Ja. Nein, also. Schade. Möchten Sie mit Cola Coin arbeiten? Ja, dachte ich ja. Okay, das ist also einfach. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto aktivieren, ja? Dann können Sie mit Ihrem Finanzberater sprechen, ja? Und können Sie zusammen entscheiden, ja? Können Sie diskutieren und schauen. Also, mit welcher können Sie mehr Posten haben? Aha. Was war ich? Fisch? Nee, ich will keinen Fisch. Eklig. Okay, was? Wir können jetzt Ihr Konto aktivieren, okay? Mhm. Okay, darf ich wissen, welche Bezahlungsmethode benutzen Sie? Sehr interessant. Also, Sie wollen mir jetzt Geld aus dem Rippen schneiden und ich krieg nicht mal meine Antworten, die ich wollte. Klingt aber nicht so seriös. So, schauen Sie mal, ja? Wie ich habe gesagt, wir arbeiten beste Finanzberater, wir arbeiten mehr als 7 Jahren. Wir haben, also, Sie wissen alle Neuigkeiten, was passiert im Finanzmarkt und so weiter, ja?
Zum Beispiel, wenn der Preis von Bitcoin sinkt, ja, wir werden das im Voraus wissen, weil unser Robotsystem ein Signal geben wird, ja. Und unsere Finanzberater werden alles machen, um ihnen zu helfen, also richtig Geld zu handeln. Also, sie kriegen von unserer Seite 30% von ihrem Investition als Bonusgeld, damit können sie auch handeln. Und zum Beispiel, wenn sie verlieren Geld, zuerst verlieren sie unser Geld, ja, nicht ihr Geld. Das ist Finanzmarkt, also hier kann man auch verdienen und kann man auch verlieren, ja. Aber in unserer Plattform, die Risiken sind minimalisiert, ja. Weil, also wie ich habe gesagt, also sie können als Garantie nehmen, dieser Bonusgeld. Damit können Sie sicher sein, dass wir werden alles machen, um unsere Geld nicht zu verlieren, weil Ihr Gewinn ist unser Gewinn auch, Ihr Profit ist unser Profit auch, ja? Zum Beispiel, also, wissen Sie, wann ich bekomme mein Gehalt? Gar nicht. Also, Sie also Gewinne haben, wenn meine Kunden haben Gewinn, also ich bekomme mein Gehalt. Also, das bedeutet, und alle Mitarbeiter also bekommen das. Gehalt von Gewinn seinem Kunden, ja? Ja, also so ein Schneeballsystem. Wie bitte? Also so ein Schneeballsystem. Ja, genau. Ach so, ja. Also einfach, also wenn Sie werden kein Gewinne haben, werde ich kein Gehalt bekommen, ja? Also das ist ja ein Scheißjob. Ich werde alles machen, also um sie mehr Profit zu haben. Wir nehmen 2% von ihrer also Gewinn und als Gebühr. Aha. So. Und auch also jetzt nach der Aktivierung kriegen Sie, wie ich habe gesagt, Anruf von unserer Finanzabteilung, ja. Sie werden Ihr eigenes Finanzberater haben. Meinen eigenen, der ist denn nur für mich? Wie bitte? Das ist dann mein eigener, den darf ich behalten. Der ist denn nur für mich? Genau. Okay. Zum Beispiel, wenn Sie Fragen haben und so weiter, einfach, also Sie werden eine Arbeitsnummer haben, schreiben Sie bitte per WhatsApp, per E-Mail oder anrufen Sie, also Sie werden einen Termin vereinbaren zusammen, ja, und dann Ihr Handel weitermachen. Ja, und gibt es da auch irgendwie Gummibärchen? Wie bitte? Gibt es da auch Gummibärchen bei guter Führung? Können Sie nochmal sagen, ich habe nicht verstanden. Ob es da Gummibärchen bei guter Führung gibt? Ja, genau, die gibt es auch. Okay, dann klingt das ja gut, ja. Mhm. So, nach der Aktivierung kriegen Sie alle Zugangsdaten, damit können Sie einloggen, Ihr Balance sehen, ja. Ja, muss ich mich da einloggen oder kann man das auch einfach gar nicht machen? Also, momentan gibt es keine App, aber können Sie per über Browser das also, einloggen? Ja, aber aber Robotsystem haben wir auch App, ja? Eine aber gibt es da nicht irgendjemanden, der das macht? Weil ich habe da keine Lust, mich einzulocken. Das kann doch wer anders machen. Es gibt doch da lauter billige Leute. Meinen Sie handeln oder was? Ja, ich will das gar nicht machen. Das soll wer anders für mich machen. Ja, ich will nur zugucken. Deswegen, wir geben Ihnen Finanzberat, ja? Also einfach brauchen Sie dreimal, weiß ich nicht. Also öffnen Ihr Konto, schauen, wie viel haben Sie auf Balance, ja? Andere Arbeit machen unsere Finanzberater und unsere Robotsystem, ja? Sie brauchen nichts machen, ja? Sie brauchen kein also Bitcoin kaufen, verkaufen oder etwas. Ja, Cola-Coin will ich ja haben. Wie bitte? Na, die Cola-Coin, die nehme ich. Cola-Coin möchten Sie mit? Ja. Warum, also mit Cola-Coin? Na, weil die sind ja neu und wenn man so eine neue Dings kauft, dann kann man ja da mehr Gewinne machen. Okay, dann also können Sie einfach sagen, Ihr Finanzberater und können Sie mit Cola-Coin, also Coin-Cola, ja? Cola-Coin. Aha. Ja, das nehme ich denn. Okay. Dann also einfach brauchen wir Ihr Konto, also aktivieren. Für die Aktivierung brauchen wir diese Einzahlung machen. Danach werde ich reflektieren Ihr Balance, ja? Und so können wir schon weitermachen und Fortschritte also nehmen. Aha. Zum Beispiel darf ich wissen, also welche Bezahlungsmethode benutzen Sie? Welche meinen Sie denn?
Zum Beispiel benutzen Sie PayPal, Online-Banking oder Kreditkarte? Ja. Okay, Sie können zum Beispiel, wenn Sie schon möchten, Ihr Gewinn auszahlen lassen, können Sie einfach, also dort schreiben Betrag, ja, wie viel möchten Sie nehmen? Und also wählen Methode, ja, mit Kreditkarte, mit Online-Banking, mit PayPal und kann sie einfach ihr Geld zurücknehmen. Sie zurücknehmen. Wieso denn? Wenn also können Sie kaufen, was Sie wollen. Weiß ich nicht, was möchten Sie kaufen? Cola Coin. Okay, Cola Coin. Dann also machen wir Aktivierung, ja? Dann können Sie also mit Cola Coin arbeiten. Ja. Okay. Möchten Sie mit 250 also machen oder mit 500 oder mit 1000? Na, da wo am besten das da rauskommt, das was so am geilsten knallt. Am besten ist 1000, ja? Ja, dann nehmen wir das. Okay, dann machen wir 1000. Kann man da nicht mehr machen? Wie bitte? Kann man da mehr? Ja, also können Sie das mit Ihrem Finanzberater machen. Ach so, der greift dann richtig in die Tasche nachher. Dann machen wir mit 1000, okay? Ja, ja. Haben Sie Kartinformationen, also haben Sie Kreditkarte? Was wollen Sie denn da für eine? Zum Beispiel haben Sie Master oder Visa-Karte? Ja. Okay, ist das Visa oder Master? Na, beide. Okay, wenn Sie möchten, ich kann von meiner Seite das machen, aktivieren? Ja, so dass ich da faul rumsitzen muss oder gar nichts mache und ich da... Einfach brauchen Sie diese Transaktion bestätigen. Ach, da muss ich ja doch was machen, ne? Wie bitte? Also, ja, also ich habe ja gesagt, solange wie ich nichts machen muss, mache ich damit. Okay, ja. Also, können Sie sagen, also, Ihr Mastercard beginnt mit 5 oder mit 4? Meine Mastercard? Ja. Ach so. Weiß ich nicht, mit welcher Nummer die beginnt. Soll ich da mal gucken? Okay. Warten Sie, dann gehe ich mal ans Portemonnaie und guck mal. So, ich war jetzt gucken. Aha. Ja, die Mastercard, die beginnt mit einer 4. Mastercard beginnt mit 4? Ja. So, okay, sagen Sie mir bitte. Was denn? Können Sie sagen, die Nummer, damit ich kann also von meiner Seite das machen? Ach so, das hätten Sie jetzt eher sagen müssen, weil jetzt bin ich ja schon wieder zurück. Ach so. Ja, dann hätten Sie das doch gleich sagen müssen. Sie hatten doch nur gefragt, ob die mit einer 4 oder mit einer 5 anfängt. Und deswegen hatte ich jetzt nur geguckt, ob die mit einer 4 oder einer 5 anfängt. Aber ich habe ja die Karte jetzt gar nicht mitgenommen, wissen Sie? Aber wissen Sie, also Mastercard kann nicht mit 4 beginnen. Nee? Nee. Aber Sie haben doch gefragt, ob die mit einer 4 oder mit einer 5 beginnt. Ja, ich habe gefragt. Ja, vielleicht habe ich auch auf die Visa geguckt, das kann sein. Ja, und auch, Sie haben geguckt und haben Sie gesagt, also das beginnt mit 4. Das kann nicht sein, das ist nicht Mastercard. Ach so, dann habe ich mich bestimmt verguckt, dann gehe ich nochmal gucken. Gucken Sie nochmal bitte. Ja, kein Problem. Jetzt ist so leise bei Ihnen. Leise? Warum meinen Sie so? Ja, da war auf einmal leise. Ja. Jetzt ist das besser? Ja, jetzt höre ich wieder was. Haben Sie auf Lautsprecher mir gelässt, oder? Was? Haben Sie Lautsprecher also jetzt gemacht, Ihr Handy? Wie meinen Sie das? Ich höre meine Stimme einfach. Ach so, weiß ich nicht. Wie macht man das? Soll ich das machen? Nein, können Sie nicht mehr. Okay. Okay. So, also die Masterkarte oder die Visa-Karte? Masterkarte. Okay, warte mal. Dann gehe ich mal gucken.
Ja, stimmt, die fängt mit einer 4 an. 5 meine ich. Master und beginnt mit 4. Ja, eine 5, ja, die Masterkarte mit 5, ja. Ah, okay. Können Sie mir sagen, die Nummer von Ihrer Masterkarte? Welche denn? Damit können Sie diese Einzahlung machen. Ich werde von meiner Seite das probieren. Ach so, Sie meinen die ganz lange Nummer, die da drauf steht? Ja, genau. Da muss ich mal meine Brille holen. Haben Sie gefunden? Ich suche noch meine Brille. Okay. So, meine Brille habe ich jetzt gefunden. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich nur noch kurz überlegen, wo ich die Karte hingelegt habe. Haben Sie überlegt? Hallo? Ja? Ja, haben Sie überlegt? Was denn überlegen? Welche Karte möchten Sie benutzen? Na, Sie haben doch gesagt, ich muss die Masterkarte nehmen. Okay, dann sagen Sie mir bitte diese Nummer. Ja, warten Sie. So. Dann gucken wir mal nach der Masterkartennummer. So, also die mit der 5, die lange Nummer, ja? Ja, die 16 Nummer. So, eine 5. Aha. Wo war ich jetzt? Eine 5. Dann 473, 412, 471, 621, 262. Nochmal bitte. Eine 5? Ja? Warten Sie kurz. Nochmal bitte? Also Sie haben jetzt die 5, ja? Ja. Dann kommt 473, 412, 471, 621, 262. Okay, 671. Nee, 62. 62. Also können Sie sagen, also 5, 4, 7, 3 dann? 5, 4, 7, 3 und dann soll ich nochmal sagen die Nummer. Ja, sagen Sie. 412, 471, 621, 262. 200 dann? 62. Und die Ablaufdatum? Das Ablaufdatum? Ja. März 25. Aha, und auch drei Nummern auf der Rückseite. Und welche drei Nummern? Auf der Rückseite gibt es drei Nummern. Ach so, 579. 579. Ja. Okay. Können Sie nochmal wiederholen, also die lange Nummer? Welche lange Nummer? Die 16 Nummer. Ach so, die hatte ich doch jetzt schon dreimal wiederholt. Haben Sie die nicht richtig also aufgeschrieben? Sie haben sehr schnell, gesagt, also ich habe nicht richtig geschrieben. Ach so, warten Sie, dann muss ich nochmal gucken. So, also die komplette Nummer, ja? Ja, komplette. So, das ist dann, also die ganze Nummer, ja? Genau. Ja, das ist dann die 54, 73, 41, 24, 71, 62, 12, 62. Okay. Haben Sie das jetzt? Das ist falsche Karte, Frau Meister. Nein. Sie haben falsch gemacht. Warum habe ich was falsch gemacht? Ich habe Ihnen noch die Nummer gesagt. 54?
73, ja. 41, ja. 24, ja. 61, nein. 62. Ja, schon falsch. Sie haben ja was falsch. Dann sagen Sie nochmal. Ja. 716, 212, 62. Können Sie nur eine Nummer sagen? 5, 4, 7, 3. Achso, also einzeln dann. Ja, genau. Okay, dann habe ich eine 5. Aha. Dann eine 4. Aha. 7, 3, 4, 1, 2, 4, 7, 1, 6, 2, 1, 2, 6, 2. Langsam bitte, langsam. Noch langsamer. Ja, noch langsamer. Nochmal von vorne? Ja. Dann eine 5. Aha. Haben Sie? Ja, ich habe. Eine 5, ja? Ja, 5. Dann kommt eine 4. Aha, das habe ich auch. Okay. Dann habe ich eine 7. Aha, dann? Haben Sie aufgeschrieben? Ja, ja, ja. Ja, als nächstes Zahl kommt dann eine 3. Aha. Sehr schön, dann? Dann kommt als nächste Zahl eine 4. Aha. Ja, haben Sie? Ja, ja, ich habe. Hm. Die nächste ist dann eine 1. Aha. Nächste? Dann haben wir als nächste Zahl kommt dann hier die 2. Ja, nächste? Die nächste Zahl, die hier in der Zahlenreihenfolge drin steht, das wäre dann eine 4. Aha. Haben Sie, ja? Ja, ich habe. Ja, nach der 4 kommt dann direkt eine 7. Okay, dann? Hm. Die nächste Zahl, die hier steht, das ist dann eine 1. Aha. Ja? Ja, ja, ich habe. Hm. Die nächste Zahl, die wir dann haben, kommt, ist, also die nächste Zahl, die jetzt hier drauf steht, das ist dann die 6. Okay. Ja. Haben Sie, ja? Habe ich. Okay. Dann die nächste Zahl, das ist dann eine 2. Aha. Haben Sie, ja? Dann kommt wieder eine 1 direkt danach. Okay, dann? Ja, dann kommt eine 2. Aha. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 6. Ja. Ja, haben Sie auch aufgeschrieben, ja? Ja, ich habe. Ja, und die letzte Zahl, die dann hier drauf steht von der 16-stelligen Nummer, das ist dann eine 2. Okay, jetzt kriege ich. Moment. Warten Sie? Ja. Okay. Sie haben gesagt, möchten Sie mit 250 machen? Nee, wir wollten doch mehr machen, oder nicht? Mehr, 1000. Ja, ja. Okay, warten Sie kurz. Weil wenn, dann muss ja gleich richtig scheppern. Okay. Normalerweise, wie bestätigen Sie diese Transaktionen? Wie bitte? Normalerweise, wie bestätigen Sie Transaktionen? Wie meinen Sie denn das? Mit Online-Banking? Na, Online-Banking habe ich auch, ja. Das ist ja was anderes. Okay, können Sie bitte sagen, nach Postleitzahl? Wie meinen Sie denn das jetzt? Oder wie, was denn jetzt? 12055. 2055, ja? Nee, 12055. 120. Okay, Sie wohnen in Berlin, ja? Ja. Und Straße bitte? Das ist die Braunschweiger Straße 77. 77. Ja, die Zahl, die also die gleich die Zahl, die nach der 76 kommt und vor der 78. Okay. Okay, warten Sie. Worauf denn? Also ich werde von meiner Seite das checken, ja, ich werde von meiner Seite Anforderungen schicken an Ihre Online-Banking. Sie werden das bestätigen, diese Transaktion. Ja. Okay. Warten Sie? Ja. Welche Bank ist das? Sie meinen von der Karte da, wo ich Ihnen die Nummer gerade durchgesagt habe, ja? Ja. Also welches Institut? Also das war Mastercard, aber ja. Welche Bank benutzen Sie? Also Sparkasse oder? Nee, das ist die Deutsche Bank. Deutsche Bank, okay. Okay, machen Sie gut. Okay, darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung oder es war Ihr erstes Mal? Also Sie haben gesagt, haben Sie keine Erfahrung, ja? Nee. Ich habe gesagt, okay. Ich habe da Erfahrung. Haben Sie? Okay. Ja. Mit welcher Krypto haben Sie gearbeitet? Mit welchem Krypto? Also, ja. Nur noch gar nicht. Also mit Krypto habe ich gar keine Ahnung.
Okay. Also möchten Sie mit Cola-Coin arbeiten? Ja, ja, genau. Das da von dem Getränk. Die sind okay. Ja auch so rot. Darf ich wissen, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? Ja. 29. Wirklich? Ja, wieso? Und arbeiten Sie jetzt? Also, was für einen Beruf haben Sie? Was machen Ach Sie so, beruflich? Was ich beruflich mache? Ja. Fischstäbchenformer. Wie bitte? Fischstäbchenformer. Okay. Okay. Jetzt brauchen wir ein bisschen warten, ja? Nehmen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie da ein bisschen länger brauchen. Jeder fängt mal neu an. Na, warten Sie kurz bitte? Na klar. Ja. Und Ihre Visa-Karte, also ist auch der Deutsche Bank, oder? Oh ne, da müsste ich erstmal gucken. Die habe ich ja jetzt nicht geholt, die andere Karte. Sie wollten ja jetzt die... Können Sie gucken? Na, wir haben doch jetzt die Mastercard genommen, oder nicht? Dann brauchen wir doch nicht noch eine Kreditkarte. Ja, ich habe eine Mastercard genommen, aber ja. Einfacher zum... Also normalerweise bestätigen Sie mit Online-Banking mit dem Handy oder mit dem Computer? Ne, bei Online-Banking habe ich einen TAN-Generator. Aber bei der Masterkarte, da habe ich hier wie sowas im Handy. Okay, bekommen Sie also Nummer, SMS, ja? Nee, da habe ich so eine komische App, wo das drin ist. Okay, warten Sie kurz. Mhm. Jetzt schaue ich, was. Ja. So, wie ich habe gesagt, nach der Aktivierung, ja, kriegen Sie Anruf von unserer Finanzabteilung, ja, Sie werden zusammen, also Cola-Coin kaufen, ja, und können Sie Ihr Handel schon beginnen, ja. Jetzt, wir brauchen auch Sicherheitscode wählen, ja, damit können Sie sicher sein, dass Sie sprechen nur mit Ihrem Finanzberater, ja, das ist für Ihre Sicherheit. Darf ich wissen, welche Sicherheitscode möchten Sie wählen? Was meinen Sie denn damit? Warten Sie kurz. Herr Schmauchbauch, also Ihre Visa-Karte war, ist es auch in Deutsche Bank, also oder andere Bank benutzen Sie? Wieso? Na, Sie haben doch jetzt eine Kreditkarte bekommen. Also mit Ihrem Mastercard, das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht warum. Also, haben Sie da was falsch gemacht? Nein, also ich schaue, also ich habe alle Nummern richtig geschrieben, aber es hat nicht geklappt. Weiß ich nicht warum. Können Sie bitte geben mir Visa-Karten-Informationen, ja? Damit ich kann probieren, also. Ja, dann muss ich die aber erst holen. Okay, kein Problem, ich warte auf am Apparat. Haben Sie gehört? So, die Visa-Karte wollten Sie haben, ja? Ja. Mhm. Dann haben Sie also Visa-Karte dabei?
Na, die nehme ich denn jetzt, ja? Okay. Muss ich noch meine Brille holen? So, die Vista-Karte, ja? Ja. So, das ist dann die 453, 205, 569, 631, 6. Können Sie langsam sagen und also quer dann? Ach so, also erstmal die 4, ja? Die haben Sie, ja? Ja. Okay, haben Sie aufgeschrieben, die 4, ja? Ja, ich hab. Okay, dann die nächste Zahl ist dann eine 5. Aha, nächste? Haben Sie, ja? Ja, nächste, sagen Sie. Dann kommt eine 3. Aha. Haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja, ich habe geschrieben. Also steht bei Ihnen jetzt 4, 5, 3, ja? Ja. Okay, die nächste Zahl ist dann die 2. Aha. Dann kommt als nächste Zahl eine 0. Ja. Dann? Dann kommt eine 5. Aha, dann? Als nächste Zahl kommt dann 5. Aha. Also haben Sie jetzt 5, ja? Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 6. Okay, dann? Jetzt kommt eine umgekehrte 6, also eine 9. Nochmal 6, ja? Nee, eine umgekehrte 6. Ah, okay. Also eine 9. Okay. Ja, dann kommt eine 6. Aha. Haben Sie, ja? Ja. Dann kommt wieder eine 6. Aha. Dann kommt eine 1. 1. Ja. Die nächste Zahl, die hier drauf steht, ist dann eine 9. Aha. Ja. Haben Sie, ja? Ja, ich hab. Dann kommt eine 3. Ja. Ja. Und die nächste Zahl ist eine 0. Okay. Und die letzte Zahl von der 16-stelligen Nummer ist hier tatsächlich wirklich eine 6. Ablaufdatum? Ach, das Datum, wo die abläuft? Ja. Ja, das ist im März 26. 26? Ja. Okay, und 3 Nummer auf Rückseite? Ah ja, wieder hier die komischen Nummern. Da steht 588. Okay. Warten Sie kurz, jetzt sollen wir warten. Und welcher Bank ist das? Können Sie das da nicht sehen? Nein. Das steht doch normalerweise immer dran. Oh, ich kann nicht sehen. So. Nee. Moment, schau. Ja. Auf Karte ist das nicht geschrieben? Doch, da steht der Bankname drauf. Okay, können Sie sagen? Da steht Citibank AG. Okay. Machen Sie. Und möchten Sie haben Sie genug Geld, oder? Ich habe genug Geld, ja. Aber man kann ja noch mehr verdienen. Okay. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen warten, ja? Warten ist immer gut. Haben Sie unsere Werbung gesehen oder hat jemand Ihnen unsere Seite empfohlen? Ich wollte auf irgendeine Werbung drauf. Okay.
Benutzen Sie auch Computer? Haben Sie Computer dabei, oder? Nein, einen Computer hat man ja nicht mit dabei. Ein Computer, der ist ja, steht ja. Ein Laptop kann man zum Beispiel mit dabei haben. Oder ein Tablet. Kennen Sie eigentlich den Herrn Flughafen? Wie bitte? Ob Sie den Herrn Flughafen kennen? Ja. Ja? Also einfach brauchen wir ein bisschen warten. Ja, jetzt, gerade in 2 Minuten, werde ich sagen, also dass Sie schon bestätigen diese Transaktion. Moment bitte. Mhm. Okay. Können Sie bitte öffnen Ihr Computer und herunterladen, also AnyDesk, ja? Von unserer Seite, es klappt nicht. Also wir werden von Ihrer Seite das machen. Haben Sie was kaputt gemacht? Wie bitte? Ob Sie was kaputt gemacht haben? Nein, ich brauche, also ich schaue, vielleicht es gibt eine technische Probleme, deswegen. Ach so, Sie haben technische Probleme? Ja. Oh, das ist aber nicht gut. Also, weiß ich nicht warum, vielleicht es ist wegen Verbindung. Ja. So, können Sie bitte öffnen Ihren Computer und herunterladen AnyDesk. Was ist das? Haben Sie geöffnet Google? Nee. Öffnen Sie bitte. Was ist denn dieses AnyDesk? Das ist eine Applikation, damit ich kann von meiner Seite Ihnen helfen, ja, und wir können zusammen von Ihrer Seite diese Transaktion bestätigen. Mhm. Und was macht das so? Wie bitte? Was macht das so? Was meinen Sie da? Na, dieses AnyDesk. Einfach brauchen Sie diese Applikation herunterladen. Also in Google, das ist kostenlos. Ja? Ja. Einfach öffnen Sie und dann schreiben Sie bitte A wie Anton. N wie Nora. Wie Norma. Nora. Nora. Ja. Oder hier Nautilus. A wie Anton, N wie Nora, Y. Was? Y. Ach so. Also ich soll das jetzt schreiben? Ja, schreiben Sie. Ach so, ja, das müssen Sie aber auch sagen. Ja, ich hab gesagt, aber... Habe ich nicht verstanden. Ja. Hallo? Ja? Ja? Können Sie hier schreiben, also... Wo soll ich schreiben? Ja, A wie Anton. N wie Nora. Ja. Y. Ja. D wie Daniel. Daniel Wilson. E wie... Ja. Ja. E wie Erwin. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. AnyDesk. Okay. Sehen Sie jetzt Download Now oder jetzt herunterladen? Nee, wo soll ich das sehen? Ich habe doch das jetzt erstmal nur aufgeschrieben. Okay. Haben Sie heruntergeladen? Was denn? Was soll ich denn runterladen? AnyDesk, diese Applikation, wie ich habe gesagt. Nee, das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich soll das aufschreiben. Das habe ich jetzt gemacht. Ja, haben Sie in Google geschrieben, ja? Nee, auf dem Blatt Papier. Schreiben Sie bitte in Google und herunterladen. Ach, in Google. Da mache ich erstmal den Computer an, ja? Ja, ich habe schon gesagt, das öffnen Sie Google und schreiben Sie dort. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Das haben Sie denn nicht, kein Problem. Das haben Sie denn nicht deutlich genug betont. Okay, kein Problem. Machen Sie das, sagen Sie mir bitte. Ja, dann schalte ich den jetzt erstmal an, den Computer, ja? Ja, okay. Okay, dann fährt der Computer jetzt hoch. Andere Leute werden mir sagen, also das ist kompliziert und so weiter. Also Respekt Ihnen, ja? Sie machen das sehr schön. Ja, Sie machen das auch sehr schön. Danke. Sind Sie verheiratet? Nee. Und Kinder, haben Sie Kinder? Nee, um Gottes Willen.
die kosten Geld, die stinken. Wenn es scheiße läuft, werfen die mit Kacka und schmieren die Wände mit Essen voll. Nee. Und dann wollen sie irgendwann Taschengeld haben. Und aha. Ich bin ja selber schon zu geizig, Geld auszugeben. Und dann soll ich noch welches abgeben? Um Gottes Willen. Und also, welche Motivation haben Sie? Zum Beispiel, ich weiß nicht, möchten Sie etwas kaufen? Nee, ich will das Geld sparen. Aha. Reichtum kommt nicht von Geld ausgeben. Nee, ich kaufe damit nichts, ich will das sparen. Reichtum kommt von Geld halten, nicht Geld ausgeben. Haben Sie PayPal? Nee. Haben Sie keine. Okay. So. Haben Sie schon Ihr Google geöffnet oder noch nicht? Nee, der Computer ist gerade hochgefahren. Der muss jetzt erstmal noch hier so ein Windows-Update. Okay, kein Problem, ich warte. Vielleicht haben Sie andere Karte. Oder diese zwei, also. Nur haben deutsche Karte, oder? Was für ein Ding? Von anderen Ländern haben Sie andere Karte, zum Beispiel, ich weiß nicht, spanische Karte, italienische Karte. Nee. Haben Sie keine. Okay. Brauche ich sowas? Nein, ich brauche nicht. Also, wenn Sie haben, also können wir auch das probieren, aber wenn Sie haben keine, also. Ja. Keine Karte, dann sollen wir eh nicht das hier runterladen. Herr Rudolf, also benutzen Sie WhatsApp? Nee. Benutzen Sie keine. Aber Mail benutzen Sie, ja? Ja, ne Mail habe ich und Telegram. Telegram habe ich keine. Okay, können Sie bitte per Mail Ihre Ausweis schicken? Foto von Ihrem Ausweis. Ja, wenn das Windows-Update fertig ist. Okay. Aber Ihre E-Mail-Adresse, also ist falsch. Die ist falsch? Ja. Können Sie sagen, Ihre E-Mail-Adresse? Na, was steht denn da bei Ihnen drin? Also können Sie mir sagen. Sagen Sie bitte. Ja, da muss ich am Computer gucken, weil die weiß ich nicht auswendig. Okay, rudolf.schmauchbauch, also @email.com. Ach so, nee, da ist irgendwas falsch gegangen. Rudolf.schmauchbauch@googleemail.com, oder? Sie meinen Gmail? Ja, genau. Ah, okay, warten Sie kurz, ich schaue ich nochmal. Moment bitte. Und also Sie haben gesagt, haben Sie kein PayPal und kein WhatsApp, oder? Ja. Okay. Und benutzen Sie nur Telegram, ja? Telegram, ja. Telegram, okay. Moment, jetzt einfach Server, also schreibe ich Hallo. Also für die Verifizierung brauche ich Ihre Ausweis auch. Ja. Okay? Ja. Schicken Sie mir bitte ein Foto von Ihrem Ausweis. Ich habe anders, also, probiert. Nein, Ihr E-Mail ist falsch. Können Sie mir schreiben, also, per E-Mail? Ja? Was denn? Haben Sie also Ihr Google geöffnet oder haben Sie Ihr Computer installiert oder noch nicht? Na, das Update ist gleich fertig. Okay. So. Möchten Sie sicher 1.000 machen? Vielleicht möchten Sie mehr investieren mit Ihrem Finanzberater oder? Na, wenn mehr geht, dann mache ich auch mehr. Mehr wie viel meinen Sie zum Beispiel? So. Na, weiß ich nicht. Das müsst ihr ja sagen. Ich habe ja keine Ahnung. Ja,
mit 4.000 Euro es wäre besser, ja? Mit 4.000 Euro man kann mehr Profit haben. Ja. Können Sie mit 5.000 Euro im Handel beginnen? Oder möchten Sie mit 1.000 zuerst probieren? Na, wenn Sie sagen, 5.000 geht jetzt doch, weil vorhin haben Sie ja gesagt, geht nicht. Ja, jetzt geht nicht, aber mit Finanzberater können Sie das machen. Ja, da machen wir denn mehr. Okay, mit Finanzberater, also wenn Sie schauen, wenn Sie genug Gewinn haben, können Sie auch also mehr investieren? Mhm. Können wir alles machen, ja. Okay. Aber zuerst, Sie haben gesagt, möchten Sie mit 25 Euro beginnen, ja? Was ist passiert? Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Na, wenn Sie sagen, da kann man mehr verdienen, dann mache ich das so. Ja, das ist logisch, ja, aber mit zuerst haben Sie gesagt 25 und jetzt sagen Sie 1.000. Dann haben Sie gesagt, also 250, dann 500 und jetzt 1.000. Jetzt sagen Sie mir 5.000. Na, Sie haben ja vorher nicht gesagt, wie viel ging, das wusste ich ja noch nicht. Und dann haben Sie ja immer höher gesagt und ich habe nur ja gesagt. Okay, Sie haben nur ja gesagt. Okay. Also wenn ich sage, können wir mit 200.000 Euro machen, sagen Sie auch ja? Nee, so viel habe ich nicht. Ah, 200.000 haben wir. Okay. Haben Sie schon Ihr Computer installiert? Na, ich versuche mich gerade per E-Mail einzuloggen. Ja, Ihre Karte funktioniert nicht. Also vielleicht es ist nicht geöffnet für Online-Transaktionen, deswegen. War das eine Frage? Ja, ich habe gefragt, also vielleicht, also es funktioniert nicht mit Ihrem Visa und Mastercard, also weil es ist nicht geöffnet für die Online-Transaktionen. Ach so, ja. Online geht das nicht, nee. Aber wir sind doch am Telefon. Ja, aber das ist online, ja? Warum haben Sie nicht gesagt, dass also es nicht geöffnet für Online-Transaktionen? Na, weil ich dachte, das ist doch jetzt über Telefon, dann ist doch das gar nicht online. Deswegen habe ich doch gesagt, das machen wir dann aber am Telefon, Sie das dann machen sollen, weil am Computer geht das nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, das sollen Sie machen und ich mache das nicht. Nein, wir machen das nicht mit Telefon, wir machen das mit dem Computer, das ist online. Ach, ihr macht das dann am Computer, na, das kann ich ja nicht wissen. Also, wie meinen Sie, wie kann man mit Telefon Online-Transaktionen machen? Na, wenn man, ich dachte, das ist dann anders, wenn man das am Telefon sagt. Ich dachte, dann funktioniert nein, das. Nein, das ist online, also. Ach so, das ist Online-Handeln, wie ich habe gesagt, also. Ach so. Wir handeln online. Ja gut, da kenne ich mich zu wenig mit aus, da sind Sie ja die Fachexpertin. Okay, haben Sie schon also Ihr Google geöffnet? Na, ich dachte, ich soll erstmal meine E-Mail-Postfach aufmachen. Okay, machen Sie das. Deswegen, ich mache jetzt erstmal das E-Mail auf. Mal eins schön nach dem anderen. Nicht so schnell. Okay, möchten Sie auch, Moment bitte. Möchten Sie auch 10.000 investieren? Also wir haben Möglichkeit mit 10.000 zu beginnen. Nee, so viel kann ich nicht. 5.000 geht maximal. 5.000 geht, aber 10.000 geht vielleicht auch 6. 6 könnte ich noch machen, aber mehr geht nicht. Ah, oh, mehr gibt nicht. Okay. Warum haben Sie nicht Ihren Ausweis geschickt? Na, ich suche noch Ihre E-Mail. Sie haben doch gesagt, Sie haben mir eine E-Mail geschickt. Nein, also Ihre E-Mail-Adresse war falsch. Deswegen, also Sie haben nicht bekommen. Ach, ich dachte, Sie haben schon geschickt. Ich suche die ganze Zeit. Nein. Einfach öffnen Sie Google. Ich werde das also von meiner Seite Ihnen helfen. Ja, dann mache ich jetzt Google auf, ja? Aha. Schreiben Sie dort A wie Anton. Warten Sie, das muss noch laden. Das ist nicht so schnell, das Ding hier. So, jetzt bin ich auf Google. Okay. So. Ja, und schreiben dann? Schreiben Sie dort A wie Anton, N wie Nora. Also, ja? Y? Warten Sie, ja? David, Deutschland. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried, K wie Kaufmann. Ja. Anidesk. Oje. Ja, habe ich. Herunterladen Sie bitte. Ach so, aber ich bin jetzt erstmal auf Google mit den Suchergebnissen. Ja, suchen Sie und also klicken Sie auf erster Link, ja, und
herunterladen. Ja. Ja. Jetzt lädt er was runter. Hat das geklappt? Weiß ich noch nicht. Jetzt ja. Hm. So und denn? Aha. Dort sehen Sie neunteilige Nummer. Eine neunteilige Nummer? Ja. Und wie viele Ziffern hat die? Was sehen Sie dort? Weiß ich nicht, muss doch erstmal installieren, oder nicht? Öffnen Sie diese Applikation. Ja, muss erstmal installieren. Ja, installieren Sie. Sehen Sie Download Now oder jetzt herunterladen. Na, das habe ich ja schon gemacht. Jetzt muss ich es doch erstmal installieren. Okay, installieren Sie bitte. Mhm. Haben Sie eigentlich gute Laune? Hey, bitte? Ob Sie gute Laune haben? Ja, danke. Ja, weil Sie hören sich so genervt an. Nee. Nee? Also haben Sie gute Laune. Danke schön, Sie und Sie auch. Ja. Soll ich das ändern? Wie bitte? Soll ich das mit der guten Laune ändern? Nein. Nee? Nein. Möchten Sie? Ja. So. Weil du hast deine Zeit verplempert. Okay, ich hab geendet. Ja, ganz viel Zeit verplempert. Okay. Betrügerin. Wie bitte? Du bist eine Betrügerin. Ja, warum meinen Sie so? Ja, weil du das gleiche Skript vorliest wie alle anderen Betrüger. Also wissen Sie, sowieso, ich bekomme mein Gehalt, ja? Das ist ja nicht schlimm, aber dein Chef hat dadurch einen Schaden. Aha, Sie haben Ihre Zeit verschwendet, aber ich sowieso bekomme mein Gehalt. Ja, das ist ja nicht schlimm, dass du dein Gehalt bekommst, das gehört sich ja auch so, aber dein Chef hat dein Gehalt umsonst bezahlt, weil er keine Leistung von dir bekommen hat. Nein. Doch, doch. Er hat ja keine Leistung erhalten. Und okay. Wir telefonieren ja schon über eine Stunde, 1 Stunde 13 Minuten. Ja, Sie haben Ihre Zeit verschwendet. Nee, nee, ich habe deine Zeit verplempert. Also beziehungsweise die von deinem Chef, aber deine hängt ja da unmittelbar mit dran. Sowieso, ich bekomme mein Gehalt, also Sie haben Ihre Zeit. Ja, ja, aber dein Chef... Sie sind 29 Jahre alt. Nee, das ist auch gelogen. Aber der Name ist auch gelogen und die E-Mail-Adresse ist gelogen. Ja. Okay. Und wie alt sind Sie? Also das sage ich nicht. 10? Nee. 9? Also ich glaube, mit 10 oder 9 könnte man nicht die Betrüger verarschen. Also wissen Sie, ich bin kein Betrüger. Also doch. Sie sind Betrüger. Ja, aber Sie arbeiten für einen Betrüger. Und also, aber Ihr Chef ist ein Betrüger. Wissen Sie, also ich habe ab... Die ganze Firma ist Betrug. Gewiss, also, dass Sie Betrüger sind, ja? Ja. Und deswegen bleibst du so lange noch dran am Telefon? Einfach, also, ich wünsche Ihnen also schlechte Tag. Ja, das wünsche ich ja Betrügern auch immer. Danke schon, Herr. Hast du jetzt wenigstens schlechte Laune? Wie bitte? Ob du jetzt schlechte Laune hast? Ich habe schlechte Laune. Ja. Ihre Mutter hat auch schlechte Laune, wissen Sie? Ja, die hat öfter schlechte Laune. Ist ja gerade hier immer noch mit der Corona-Scheiße und so. Naja, und dem komischen Ukraine-Gedöns da kann man ja nur noch schlechte Laune kriegen. In Ukraine? Okay. Wie heißt Ihre Mutter? Meine Mutter? Ja. Ja, das sage ich nicht, wie die heißt. Und kennen Sie Erwin Schulze? Haben Sie mit Erwin Schulze gesprochen? Erwin Schulze, den habe ich auch, glaube ich, schon mal dran gehabt. Das ist ja auch einer von den Betrügern. Ja. Okay, möchten Sie nochmal sprechen, oder? Ja, nehme ich nochmal dran, ja. Okay. So, das war alles. Ja? Ich wünsche Ihnen schlechte Tag. Ja, aber wir hören uns bestimmt öfters noch, weil den Herrn Flughafen, den hattest du ja auch schon dran. Okay. Herr Flughafen dann, und dann einfach Tschüss, Herr. Also, sind Sie nicht seriös. Also, ja. Sie reden, also... Aber ich verarsche dich wieder. Erfolg haben in Ihrem Leben. Also, ja, aber ich verarsche dich wieder. Das schaffe ich ja öfters. Wir haben ja beide schon mal ganz lange miteinander gesprochen. Aha, danke schon. Das war sehr nett. Ja. Das war sehr angenehm. Also, warum nicht? Also, ja, sehe ich auch so. Warum nicht? Genau. Man muss im Leben auch also kennenlernen schlechte Männer. Genau. Genau. Ja. Deswegen, ich bedanke Ihnen. Ja, bitteschön. Okay, dann tschüss. Ja, bis nächstes Mal. Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Schimmeldonner? Ja.
Ah, sehr angenehm. Ich heiße Christina Meyer. Ich bin Account Managerin aus dem Haus Axis Capital. Ah, Herr Schimmel-Donnes, ich habe unsere Werbungsseite besucht. Ja, es geht um Trading. Sie sind interessiert dafür, richtig? Nö. Ja, hören Sie mich. Was? Hören Sie mich, ja? Ja, ich höre Sie. Sehr gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie schon mal investiert? Kein Problem. Ja, wissen Sie, bei uns, Sie können das probieren. Unsere Plattform ist für den Anfänger. Es ist überhaupt so ganz normal, dass Sie keine Erfahrung haben. Also, unsere Plattform heißt Axis Capital. Also, ich habe es schon gesagt. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen Information geben, ja, wie können Sie mit uns verdienen, ja, probieren, und dann Sie können Ihre Entscheidung treffen, ob Sie Interesse haben, ja, oder nicht. Also, bei uns können Sie mit dem Robotersystem arbeiten und mit dem Finanzanalytiker. Robotersystem, ja, es ist ein automatisches System, dieses System kontrolliert Ihr Konto 24 Stunden pro Tag. So, zum Beispiel, sagen Sie mir bitte, arbeiten Sie jetzt den ganzen Tag oder Sie haben viel Freizeit? Wie meinen Sie das? Ich meine, also dieses System, wenn Sie keine Zeit haben, ja, so, dieses System macht alles für Sie. So, Sie brauchen nicht mehr als 5 Minuten. Ja, wissen Sie, 80% unserer Kunden sind so berufstätig, ja, und Sie können nicht alles bei Sie selbst machen und Sie benutzen dieses System. Mit diesem System, ja, verdienen Sie mehr bis 30% Ihrer Betrag. Bis 30%. Mit den Finanzanalytikern natürlich können Sie mehr verdienen, mehr als 30%. Ja, Sie werden zusammen die beste Strategien wählen, der beste Produkt für Sie wählen. Zum Beispiel, möchten Sie mit Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffen handeln? War das eine Frage? Mit welchem Produkt sind Sie interessiert? Mit Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffen? Oder wissen Sie noch nicht? Weiß ich nicht. Keine Sorge, ja. Wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, natürlich können Sie mehr verdienen. Ja, dieser Markt steigt sofort. Und ja, wissen Sie, was passiert jetzt auf dem Finanzmarkt? Bitcoin hat gesunken, ja, und heute ist die beste Zeit, um diese Kryptowährung zu kaufen, ja, und dann nach ein paar Tagen können Sie diese Kryptowährung verkaufen und Profit bekommen. Und ja, wenn das weiter sinkt? Wie bitte? Und wenn das weiter sinkt? Wenn das weiter sinkt, Sie können dann in anderen Produkten probieren. Zum Beispiel, Sie können mit Aktien, ja, und oder Rohstoffen investieren, in Aktien oder Rohstoffen. Natürlich, alle diese Prozesse sind kontrolliert bei uns, bei den Finanzanalytikern, bei diesem Robotersystem. Und es ist das Wichtigste, Sie machen nichts allein. Sie müssen nicht denken, mit welchem Produkt muss ich jetzt arbeiten, ja. Deswegen ist es besser, wenn Sie keine Erfahrung haben. Wissen Sie, einige unserer Kunden, ja, wenn sie zu uns ja kommen, sie haben eine schlechte Erfahrung, weil sie alles bei sich selbst gemacht haben und haben so Geld verloren. Aber bei uns, seien Sie sicher, das passiert nicht. Ja, wenn Sie unsere Schulungen, ja, wenn Sie uns hören, ja, Sie sind sicher, Sie sind unterstützt. So, ja, ich habe nicht gesagt, Sie haben bei uns 2 Wochen Probenperiode. Ja, und während diesen 2 Wochen, Sie können entscheiden, ja, Ihre Entscheidung treffen, ob Sie mit uns weiterarbeiten wollen oder nicht. Während diesen 2 Wochen, Sie können alles buchen, probieren, verstehen, wie der Markt funktioniert und dann Ihre Entscheidung treffen. Ja, Sie können während dieser Probenperiode alle Dienste kostenlos benutzen, ja, mit der Finanzanalytiker auch kostenlos arbeiten, ja, und dann entscheiden, ja. Aber dann verdiene ich ja auch in den 2 Wochen nichts, wenn das kostenlos ist. Kostenlos, nach diesen Probenperioden, wenn Sie Gewinn haben, ja, bezahlen Sie uns bis 3%, wenn Sie mit dem Robotersystem arbeiten, nur nach dieser Probezeit. Wenn Sie mit dem Finanzanalytiker arbeiten, bezahlen Sie uns bis 5%. Ja, da mit dem Finanzanalytiker verdienen Sie mehr. Aber nur, wenn Sie mehr als 1.000 Euro verdienen. Nur in diesem Fall. Und wann verdient man die 1.000 Euro? Wie bitte? Wann verdient man die 1.000 Euro? Wenn Sie weniger als 1.000 verdienen, Sie bezahlen uns diese Prozent nicht. Und wie viel Prozent kann man da machen?
Was meinen Sie, pro Monat wie viel Prozent? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ich kann sagen, Sie, pro Monat, Sie können bis 30% mit dem Robotersystem verdienen, mit dem Finanzanalytiker mehr als 30%. Und dann, wenn Sie beide Dienste benutzen, ja, natürlich verstehen Sie, Ihr Gewinn ist sehr hoch. Ja, und zum Beispiel, wenn wir haben drei Kontozyklen, unser Mindestens ist 250. Und gewöhnlich zwei Wochen ist genug Zeit, um erste Profit zu bekommen. So, wenn Sie 250 investieren, gewöhnlich verdienen unsere Kunden von 650 bis 750 Euro. Ja, aber wie geht denn das denn mit 30%? Weil 30% von 250 Euro können ja nicht 600 bis 700 Euro sein. Ja, aber Sie benutzen beide Dienste und Ihr Gewinn wird höher, verstehen Sie. Ja, aber dann ist ja der Gewinn nicht im Monat, sonst sondern dann liegt ja die Gewinnspanne kürzer. Weil wenn Sie mir sagen, 30% im Monat, dann kann ich ja nicht im Monat 600 bis 700 Euro machen. Das geht ja technisch nicht. Es ist abhängig davon, mit welchem Produkt ja handeln Sie. Wenn Sie mit Aktien oder Rohstoffen handeln, verdienen Sie weniger. Wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, verdienen Sie mehr. Und hier, ich kann nicht sagen, ja, was kann passieren. Sie können mit dem Finanzanalytiker sprechen und Ihre Entscheidung verändern. Ja, heute Sie investieren in Krypto, morgen investieren Sie in Aktien. Das ist abhängig davon, welche Situation ist auf dem Finanzmarkt. Ja, wir können das nicht jetzt sagen. Ja, aber jetzt haben Sie mir das ja immer noch nicht erklärt. Weil wenn Sie mir sagen, dass man da 600 bis 700 Euro machen kann, aber 30% sind nach meinem Verständnis 75 Euro. Können Sie bitte wiederholen? Ich konnte nicht hören. Ja, von 250 Euro sind 30% 75 Euro Gewinn im Monat. Wie kommen Sie denn auf 600 bis 700? Das wären ja 300%. Nein. Wissen Sie, Sie bekommen 30%, wenn Sie mit einem Produkt handeln. Ja, wenn Sie mehr Produkte benutzen, Sie benutzen mehr und dieser Prozent steigt. Ja, so gerade haben Sie noch gesagt, monatlich 30%. Was denn du? Bis 30% mit dem Robotersystem. Ja, im Monat. Das kann per zwei Wochen, das kann per Monat sein. Wissen Sie, es ist Finanzmarkt. Wir können das nicht, wie kann ich sagen? Einen Moment. Also auch 30? Genaue Prozent kann ich nicht sagen. Ja, aber warum sagen Sie denn die genauen Prozent? Alle Risiken sind minimalisiert, aber es ist Finanzmarkt und wir können das nicht predigen, ja? Ja gut, aber gerade haben Sie ja ganz präzise Zahlen mit 30% im Monat und im Monat von 600 bis 700 Euro gesagt, aber das passt ja nicht. Gerade haben Sie ja von präzisen Zahlen gesprochen, jetzt auf einmal doch nicht. Da müssen Sie sich schon irgendwie selber einig sein, was Sie da so vorlesen. Einen Moment. Ich denke, Sie können jetzt mit einem Finanzberater sprechen. Sie wird Sie erklären. Einen Moment. Hallo? Ja. Hier ist Finanzberaterin Manuela Lima. Sehr angenehm. Sie haben sich bei uns angemeldet, dass Sie möchten weitere Informationen über den Finanzmarkt kriegen. Bitte, ob Sie Fragen haben, stellen Sie mir. Ich bin da, um zu antworten. Na, weil die Kollegin hat gerade gesagt, man kann bei euch 30% im Monat machen bei 250 Euro. Und das sind denn bei 250 Euro sollen 30% 600 bis 700 Euro sein. Da habe ich das Gefühl, die Mitarbeiterin kann nicht rechnen. Ja, natürlich, sehen Sie. Abhängig davon, was für ein Produkt Sie wählen. Und zum Beispiel, Sie haben Kryptowährung jetzt gewählt. Sie können mit Prognose checken, was kann morgen passieren. Aber weil Ihr Finanzberater hat noch nicht, der ist als Produkt, meine ich, Sie können Kryptowährung wählen. Aber als Kryptowährung, ich weiß es nicht, ob Sie möchten mit Ethereum arbeiten. Ethereum kostet 3.000 Euro, aber Bitcoin kostet 44.000 Euro. Das ist Unterschied. Wenn Sie wählen Bitcoin, dann Ihr Profit kann mehr sein. Wenn Sie wählen Ethereum, Ihr Profit kann ein bisschen wenig sein.
wissen Sie, abhängig davon, was für ein Produkt Sie wählen. Und mit Robotsystem, mit künstlicher Intelligenz Sie arbeiten werden oder mit Finanzberater. Das ist ganz unterschiedlich. Ob Sie mit Finanzberater arbeiten, natürlich 30%. Also Gewinn können Sie machen, aber wenn Sie beide zusammen wählen, dann Ihr Profit kann verdoppelt sein, ja? Und ja, das passt ja auch wieder nicht mit der Rechnung. Prozente. Also die Mitarbeiterin hat gesagt, mindestens 30% Gewinn. Aber gleichzeitig hat die Frau gesagt, dass man 600 bis 700 Euro bekommt. Aber das haut ja nicht hin. 30% von 250 Euro sind 75 Euro. Sehen Sie, 30%, wenn Sie mit Finanzberater arbeiten. Wenn Sie auch künstliche Intelligenz wählen, Ihr Profit kann mehr sein. Aber man kann das nicht rechnen. Warum? Das ist ganz logisch. Wenn ich jetzt rechne, dann morgen etwas passiert, diese Kryptowährung sinkt oder steigt. Wie kann ich sicher sagen, was kann morgen passieren? Deswegen, ob Sie künstliche Intelligenz wählen, morgen Ihre Prognose wird im System zeigen werden und Sie können jederzeit sehen, was denn im Finanzmarkt passieren. Sie können Ihr Konto selbst kontrollieren. Und wenn Sie zum Beispiel Ethereum wählen, dann Ethereum, wie ich schon gesagt habe, kostet 3.000 bis 4.000. Ja, das kann nicht mehr steigen, das kann nie 4.000 kosten. Aber Kryptowährung wie Bitcoin, heute ist 44.000, morgen das kann 44.000 sein. Wie kann ich für Sie Rechnung geben oder rechnen, wie viel kann Ihr Profit sein? Abhängig davon, was für ein Produkt wählen Sie und woran Sie investieren werden. Und mit welchem Produkt möchten Sie handeln? Ob Sie wählen künstliche Intelligenz, dann können Sie mehr verdienen. Ob Sie beide zusammen wählen, dann Ihr Finanzberater wird jederzeit kostenlose Schulungen geben und Sie werden nie Geld verlieren, weil wenn Sie mit künstlicher Intelligenz checken, was kann morgen passieren, Ihr Finanzberater hat so viele Erfahrungen und Kenntnisse, kann jederzeit Ihr Geld auszahlen lassen und in eine andere Kryptowährung investieren. Das bedeutet, Chancen, die Sie Ihr Geld verlieren, sind wenig, zum Beispiel 0,001%. Warum? Wenn eine Prognose zeigt, was kann morgen passieren, ein Finanzberater arbeitet den ganzen Tag, kontrolliert Ihr Konto und Sie auch selbst können, ja, weitere Informationen kriegen. Google, immer jederzeit können Sie öffnen und checken, was kann passieren. Es gibt solche Webseiten wie zum Beispiel eToro, investing.com, coinsbanking.com, solche Companies wie zum Beispiel investing.com, sie geben immer weitere Informationen und Sie morgen können einfach öffnen und checken, was passiert heute im Finanzmarkt, was kann morgen passieren. Und viele Finanzberater, ja, Weltbekannte, sie geben für uns Prognose und sie können eine Strategie bauen und sie können nie Geld verlieren. Das ist unmöglich, weil heute technisches Welt ist so entwickelt, dass man kann jederzeit eine Prognose sozusagen bekommen und sehen, was kann morgen übermorgen passieren. Was jetzt passiert zwischen Russland und Ukraine, Sie können jederzeit Neuigkeiten checken und sehen. Deswegen Bitcoin kann als eine Zahlungsmethode für Russland sein. Ja? Russland wird in Zukunft Bitcoin als Zahlungsmethode benutzen. Weil Russland kann keine Masterkarte, keine Visa-Karte benutzen. Russische nationale Währung sinkt. Und deswegen, das ist eine andere Möglichkeit, ja, eine andere Zahlungsmethode. Und russische Leute können das benutzen. Wenn sie das benutzen werden, natürlich, diese Währung wird steigen. Das ist ganz logisch. Deswegen, wenn sie heute kaufen, wenn das nur 44.000 kostet, morgen das kann zum Beispiel 65.000 kosten und in Zukunft werden Sie das verkaufen. Verstehen Sie? Ja, aber letztendlich hat das ja jetzt mit keinem Wort meine Frage beantwortet. Sie haben jetzt, weiß ich nicht, 5 Minuten erzählt, aber davon hat nichts meine Frage beantwortet. Sie möchten rechnen, wie viel Geld Sie verdienen. Nein. Was möchten Sie dann? Die Mitarbeiterin hat gesagt, dass von 250 Euro 30% 600 bis 700 Euro entsprechen. Ja. Das hat die Mitarbeiterin gesagt. Und warum sagt die Mitarbeiterin das und Sie widerlegen das Ganze? Ja, und? Ja, das war jetzt die Frage, warum Sie das jetzt widerlegen, was die Mitarbeiterin sagt. Dann hat ja die Mitarbeiterin gelogen.
Augen. Nicht ja, meine doch. Augen. Sie hat ja gesagt, 30% sind 600 bis 700 Euro. Und Sie sagen mir jetzt gerade, dass das alles nicht stimmt. Ich sage nicht, alles nicht stimmt. Ich weiß es nicht, weil Sie mit meiner Kollegin gesprochen haben. Sie hat gesagt, 30%. Ich kann das behaupten, ich kann das bestätigen. 30% wir garantieren. Aber das kann mehr als 30% sein, abhängig davon, was für ein Produkt Sie wählen. Ja, aber warum sagt denn die Mitarbeiterin, dass 30% von 250... Warten Sie mal, wenn Sie die ganze Frage zuhören, können Sie auch eine ganze Antwort geben, oder? Bitte, ja. Bitte. Die ganze Frage wäre, wenn die Mitarbeiterin mir von 250 Euro 30% Gewinn verspricht und sie sagt, das ist das Minimum und gleichzeitig sagt sie, das sind 600 bis 700 Euro. Nee, dann wären es ja 300% und nicht 30. Vielleicht. Ja, aber warum lügt denn die Mitarbeiterin im selben Satz? Vielleicht meine Mitarbeiterin hat für 1.000, für 2.000, für 3.000... Nein, das waren 250. ...hat einen Fehler gemacht. Wir alle sind Leute und wir können manchmal also einen Fehler machen. Ja, das ist nicht ein großes Schuld. Wissen naja, Sie bei Finanzgeschäften finde ich, sind Fehler schon nicht so angebracht. Sie wissen nicht, was für eine persönliche Probleme man hat. Vielleicht sie ist ein bisschen müde jetzt, ich weiß es nicht. Sie hat den ganzen Nacht gearbeitet. Ja, das ist nicht ein großes Schuld. Ja, aber dann gehören solche Leute ja nicht ans Telefon. Weil letztendlich, wenn es um Geldgeschäfte geht, dann will ich da niemanden sitzen haben, der mir Falschaussagen gibt. Sie sind immer, Sie sind stabil, Sie arbeiten sehr super flexibel, ja. Ihr Gehirn arbeitet 24 Stunden, ja. Wir sind Leute. Wir sind Leute, verstehen Sie? Ja, aber dann setzt man die Leute nicht so, dann setzt man die Leute keine 24 Stunden an die Hotline, sondern vielleicht nur 2 Stunden, damit sie auch in Höchstform arbeiten können. Ich bin einverstanden, deswegen sie hat weitergeleitet, Herr Weiß. Sie konnte nicht antworten, deswegen sie hat mir weitergeleitet. Entschuldigung, ich sage jetzt, aber wir alle sind Leute. Wenn wir einen Fehler machen, ja, das ist nicht Ende also der Welt. Nö, Ende der Welt nicht, aber Ende der Geschäftsbeziehung sicherlich, weil letztendlich, wem soll man denn da vertrauen? Wer weiß. Wissen Sie, wenn man ein bisschen Logik hat, man kann selbst denken. Wieso kann man also mehr als, 50% garantieren, weil das ein Geschäft ist, ja, und vieles, was kann passieren. Heute das kann stabil sein, morgen das kann sinken, übermorgen das kann steigen, wer weiß. Sie können auch ein bisschen selbst, ja, logischerweise denken, was kann passieren. Und jederzeit, Google gibt da unveränderliche Informationen. Öffnen Sie und checken Sie selbst. Ob Sie möchten selbst handeln. Ich sage nicht, nein, handeln Sie nicht, machen Sie keine weitere Schulung. Und ob Sie keinen Finanzberater brauchen, Sie können alles selbst machen. Nur was Sie bei uns machen können, ist ein bisschen denken und ein Konto aktivieren. Ein Konto für Sie aktivieren und das Handel starten. Aha. Aktivieren Sie danach, ob Sie möchten, Sie können selbst handeln. Ob Sie möchten nicht mit unserem Finanzberater arbeiten, handeln Sie selbst. Ob Sie möchten mit künstlicher Intelligenz handeln, dann können Sie ein Robotsystem wählen natürlich. Danach werden Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater weiter diskutieren. Sie ist Account Managerin, ja? Sie hat nicht so finanzielle Kenntnisse, um zu erklären. Deswegen, sie hat vielleicht schon gesagt, Sie werden in Zukunft mit Ihrem eigenen Finanzberater weiter diskutieren. Und Ihr Finanzberater wird weitere Kenntnisse und Schulungen geben. Ob eine Account Managerin macht etwas falsch, das bedeutet nicht, unser Unternehmen arbeitet falsch. Sie ist Account Managerin, sie kann das nicht rechnen, kann nicht korrekt rechnen. Wissen Sie was? Aber Finanzberater hat finanzielle Kenntnisse. Ein Finanzberater kann alles kontrollieren. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Ja.
Ja, wenn Sie möchten, nicht mit mir, mit meiner Kollegin weiter diskutieren, machen Sie Ihre Kontoaktivierung, mein Herr. Danach automatischerweise, wir machen, also wenn wir einen Termin vereinbaren, Sie bekommen automatischerweise einen anderen Anruf von unserem Finanzberater und Sie können, wie lange, solange Sie weitere Schulungen und Kenntnisse und Rechnung brauchen, Sie können mit Ihrem Finanzberater weiter diskutieren, weil Finanzberater ist Finanzberater, Account Manager ist Account Manager, Account Manager aktiviert ein Konto, Finanzberater gibt weitere finanzielle Kenntnisse. Also Finanzberater ist ja ein deutsches Wort, aber Account Manager nicht, dann sagen Sie doch lieber Callcenter Mitarbeiter. Entschuldigung, ja, Callcenter-Mitarbeiter oder Kundenberaterin. Ja, jetzt genau. Möchten Sie mit mir, ich weiß es nicht, diskutieren, weil ich internationale Wörter benutze. Ja, sind Sie dagegen? Das ist international. Viele verschiedene Nationen benutzen das. Das ist aus Englisch. Sie müssen das verstehen. Ich verstehe das schon, ja. Kundenberaterin kann keine finanzielle Kenntnisse geben, aber Finanzberaterin kann doch finanzielle Kenntnisse geben. Ja, das ist richtig. Ja, was Sie jetzt meinen, möchten Sie ein Konto aktivieren, oder? Na, haben Sie da nicht erstmal sowas wie ein Demokonto, wo man mal sich alles angucken kann? Leider wir kein Demokonto haben, mein Herr. Wir arbeiten mit seriösen Leuten, wir machen weitere Investitionen, wir haben keine Zeit, um zu verschwenden, ja? Wenn wir an der Leitung, also zum Beispiel mehr als 100 Leute haben, wir können unsere Zeit nicht verschwenden. Dann sagen Sie mir jetzt bitte, ob Sie ein Konto aktivieren werden oder nicht. Ja, mit einem Demokonto verschwendet man ja nicht seine Zeit. Da guckt ja, da würden Sie mich mal nicht immer unterbrechen? Herr. Mit einem Demokonto verschwenden Sie ja nicht Ihre Zeit. Mit einem Demokonto könnte ich mir alleine ohne Ihre Zeit das Ganze erstmal angucken. Aktivieren Sie Ihr Demokonto und also sehen Sie, was kann passieren. Aber Sie haben sich angemeldet, um ein Konto zu eröffnen. Sie haben nicht registriert, um ein Demokonto zu eröffnen, ja? Na doch schon. Ich sehe, dass Sie Geld investieren das möchten. Wusste ich ja vorher nicht, was da passiert. Ich habe mich ja bei einer Werbung angemeldet. Also wusste ich ja nicht, was hinterher passiert. Ich wusste ja nicht mal, dass überhaupt einer anruft. Das stand ja dann irgendwo. Was heute passiert? Und ich wollte grundsätzlich erstmal ein Demokonto eröffnen. Mein Herr, was kann morgen passieren? Niemand weiß, ob wir morgen leben werden oder nicht mehr. Wir wissen das nicht. Heutige Möglichkeit ist nur heute. Morgen, ich kann nicht garantieren, ob Sie 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen Probezeit haben oder überhaupt keine Woche Probezeit. Ob Sie morgen Bonus als Unterstützung bekommen können oder nicht mehr. Für morgen kann ich nicht garantieren. Ich bin an der Leitung hier jetzt zur Zeit. Ich muss ein Konto für Sie eröffnen. Ob Sie möchten, ob Sie seriös sind, ob Sie möchten ein Konto eröffnen. Ich bin für Sie da. Ich kann das öffnen. Ob nicht, ich kann meine Zeit leider nicht verschwenden. Verstehen Sie? Nee. Wenn Sie nicht verstehen, dann was kann ich sagen? Ich kann Ihnen viel Erfolg wünschen, wenn Sie Demokonto öffnen. Ich hoffe, dass Sie Geld verdienen werden. Ja, ich hätte gerne erstmal ein Demokonto zum Testen, zum Ausprobieren, zum Gucken, wie die Seite funktioniert. Aber mit Demokonto werden Sie kein Geld verdienen. Ja, das ist mir schon klar, ja. Genau, mit das ist ja. 240? Was ist 240, mein Herr? Mit 240? Ja, auf dem Demokonto zahle ich gar nichts ein. Auf dem Demokonto probiere ich erstmal. Aber was ich sage, vielleicht können Sie bis zum Ende hören, ja? Um eine Entscheidung zu treffen. Hm. Wenn Sie ein Konto eröffnen mit 250, ich kann fast sagen, das ist auch ein Demokonto, weil das ist nur 250 Euro, die Sie den ganzen Tag also für etwas Unsinniges bezahlen können. Sie verlieren Ihr Geld, Sie kaufen etwas Unsinniges. Oder vielleicht weniger. Sie trinken ein Glas Wasser oder ein Glas Kaffee oder ein Glas Tee oder Sie bezahlen, um einen Kuchen zu kaufen oder eine Kleidung für Ihre Frau. Aber jetzt, Sie machen eine Einzahlung und diese Einzahlung wird für Sie morgen Geld verdienen. Ob Sie möchten nicht Geld verdienen, dann verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Ob Sie verdienen möchten, dann machen Sie jetzt, weil was ich jetzt sage, ist nur für heute. Für morgen, ich kann keine Garantieerklärung geben, leider. Ja, ist ja nicht schlimm, ich brauche ja keine Garantie. Ich würde ja nur gerne mal ein Demokonto haben, wo ich Ihr System ausprobieren kann. Sie brauchen keine Garantie, dann warum brauchen Sie Demokonto? Machen Sie jetzt, ob Sie verlieren, ja, die Garantie, dann verlieren Sie nichts.
die Garantie hat ja, ich brauche einfach keine Garantie mit irgendwelchen Schenkungen oder Schenkungszusagungen. Das brauche ich nicht. Ich brauche nur ein Demokonto, wo ich mir Ihre Webseite in Ruhe angucken kann. Leider, unsere Webseite gibt es nicht solche Möglichkeit, mit Demokonto einen Handel zu starten. Leider, bei uns ist schon belegt, das Demokonto, ne? Mit dem echten Konto dann. Sie können bei uns keine solche Möglichkeit finden. Bitte können Sie mit einer anderen Firma probieren. Aber warum? Das ist Zeitverschwendung. Demokonto ist eine Zeitverschwendung. Sie verdienen kein Geld. Ja, für Sie vielleicht, für mich nicht. Wie heißt denn Ihre Webseite? Heißt Access Capital. Alle zusammen mit kleinen Buchstaben, weil es gibt auch Access Capital mit großen Buchstaben, aber sie sind eine andere Firma. Sozusagen, sie haben unseren Namen genommen. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Firma ist das. Wir arbeiten im Finanzmarkt fast 7 Jahre und wir haben professionelle finanzielle Abteilung und wir arbeiten international mit verschiedenen Ländern. Und bei uns können Sie mit verschiedenen Sprachen weitere Schulungen bekommen. Ob Sie möchten auf Englisch, dann auf Englisch. Ob Sie möchten auf Deutsch, auf Französisch, auf Türkisch auch, ja. Wir sind international. Andere Access Capital ist keine internationale Organisation. Sie arbeiten nur in Deutschland, wie ich meine. Können Sie mir da mal die Domain buchstabieren, dass ich mir die Webseite mal aufmachen kann? Axis, natürlich, ich kann per WhatsApp oder per E-Mail schicken. Nee, buchstabieren geht ja schneller. A wie Anton. Mhm. I. Ja. I wie Ida. Mhm. S wie Situation. Mhm. C wie Kapital zum Beispiel. Mhm. A wie Anton nochmal. Ja. P wie Peter. Mhm. I wie Ida. Mhm. T wie Theodor. Mhm. A wie Anton, L wie Leidenschaft. Ja, und dann? .io. .io, I wie Ida, O wie Operation. Ja, auf der Seite war ich noch nie. Die habe ich noch nie gesehen. Wie kommen Sie denn da an meine Daten? Ihre Daten? Sie sind Herr Hartmut Schimmeldonner. Was? Ja, aber ich habe mich nie auf eurer Webseite registriert. Sie haben auf unsere Werbung geklickt, mein Herr. Auf unserer Werbung, wo steht, dass Sie Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, verschiedene Metallen kaufen oder daran investieren können. Sie haben drauf geklickt und automatischerweise unsere Firma bekommt so Ihre... Jetzt sind Sie weg, ich kann Sie nicht mehr hören. Das Telefon rauscht nur noch. Jetzt höre ich Sie wieder, ja? Ja. Nee, jetzt höre ich nichts mehr. Hallo? Das rauscht nur noch in der Leitung. Sie nicht hören. Jetzt kann ich wieder was jetzt hören. Okay. Ich denke, wenn Sie keine Registration gemacht haben, dann woher habe ich Ihre Details? Meinen Sie, wenn ich also potenzielle Kunden also finden soll, kann ich nicht zum Beispiel also potenzielle Kunden finden? Warum potenzielle Kunden? Warum meine Zeit daran also einfach verschwenden? Ja, weiß ich nicht. Also, zumindest kommt mir Ihre Seite nicht bekannt vor. Mein Herr. Wir brauchen Ihre Daten nicht, wissen Sie. Sie haben sicher eine Anmeldung gemacht und wir müssen mit allen... Ja, aber wie gesagt, nicht auf Ihrer Seite. Ob Sie Interesse haben, ob Sie nicht haben, wir müssen auf jeden Fall zurückkontaktieren und weitere Erklärung geben. Mhm. Ob Sie denken, dass Sie keine Anmeldung gemacht haben, was kann ich sagen? Sie verlieren Ihre einzigste Möglichkeit, jetzt zur Zeit Ihr Handelsstart. Ja, es rufen ja noch 100 andere an, das ist ja... Ihre einzigste Möglichkeit, ja? Die einzigste Möglichkeit, das ist ja... Nee, das ist ja Quatsch. Sie möchten nicht riskieren. Sie möchten nicht. Können Sie auch mal irgendwo mal zwischendurch mal die Luft anhalten, weil Sie erzählen immer 10 Minuten und verplempern selber die ganze Zeit die Zeit. Ich habe jetzt eine Frage. Bitte? Ja. Wo seid denn ihr reguliert? Weil ich finde da nicht so richtig was auf eurer Seite. Sie haben nicht gefunden. Nicht so richtig, dann kann ne. Ich per E-Mail schicken. Nee, auf der Webseite würde ich es gerne lesen, weil da muss es ja stehen. Sie haben schon Webseite gefunden und gehört? Ja, auf der Webseite bin ich auf der Startseite und ganz unten steht nur eine Handelsregisternummer, aber nicht, wo ihr reguliert seid. Ich kann unsere Lizenz schicken, ob Sie möchten. Das ist ganz einfach für mich. Aber es muss doch auf der Webseite stehen. Auf der Webseite? Ja, wir haben unsere Webseite sozusagen refresh gemacht, ja? Ja, muss ja trotzdem auch nach einem Refresh sofort drauf sein. Die Information steht bald, morgen, übermorgen, natürlich Sie bekommen. Nee, also wenn man so eine Webseite online macht, dann ist das Pflicht, dass das sofort da wieder drauf ist. Da gibt's kein Warten. Aber ich kann alle Papiere ganz einfach schicken, ob Sie möchten.
Ja, dann schicken Sie mal zu. Schicke ich. Haben Sie weitere Fragen? So, weiß ich noch nicht. Wird sich sicherlich gleich noch rauskristallisieren, wenn ich mir die Seite weiter angucke. Wissen Sie, Sie brauchen keinen Mut, ja, um Ja zu sagen und zu schaffen, ja? Sie brauchen null Mut. Sie können jetzt sagen Ja und sofort Ihr Handel starten. Morgen, wenn Sie Profit bekommen, Sie schreiben Danke vielmals, Manuela, dass Sie solche Beratung gegeben haben und ich habe meinen Handel heute gestartet, weil ich Geld verdiene. Ob Sie möchten nicht, warum muss ich überzeugen? Ich brauche das nicht. Ich verliere andere Kunden, die Potenzial haben. Ach so, da möchten Sie mir also keine Informationen über Ihre Firma geben. Aha, ist ja interessant. Also ich soll Geld investieren. Ich soll Geld investieren, aber sagen tun okay, wollen Sie nicht. Investieren Sie jetzt eine Frage und Schluss. Ich brauche keine Zeitverschwendung. Möchten Sie Geld investieren oder nicht? Nee, da ich denke, dass sich das hier auch wieder um Betrug handeln wird, dann werde ich da nicht mein Geld reinstecken bei Betrügen. Sie müssen am Anfang analysieren, ja? Ja, habe ich ja gerade gemacht mit Ihnen im Gespräch und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das hier nur Betrug sein kann. Wie? Was ist das, was für eine Webseite ist? Dann machen Sie eine Anmeldung. Machen Sie nicht und verschwenden Sie unsere Zeit und Ihre Zeit. Ja, wenn Sie das so sehen, aber naja, letztendlich handelt es sich hier nur um Betrug, so wie das aussieht. Ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Warnungen schon im Internet über eure Seite. Oh Gott, wo steht das? Ist das ein Betrug? Ja, wenn man das mal googelt hier auf scamdetektor.com, kann man zum Beispiel nachlesen, wer Scammer sind. Und das steht hier schon ganz oben mit drin. Warten Sie kurz. Denn so alt ist eure Domain ja auch noch nicht. Letztes Jahr habt ihr ja erst die Webseite gegründet. Bitte, ich brauche keine Zeitverschwendung, ja? Ob Sie möchten kein Geld investieren, ob Sie denken, das ist ein Betrug, bitte am Anfang lesen Sie über eine Webseite, dann machen Sie Anmeldung, ja? Danke. Das kann ich ja nicht wissen, weil ich habe ja mich bei der Werbung registriert und nicht bei euch auf der Webseite. Also woher soll ich wissen, ob hinterher ein Scammer rauskommt? Das ist ja technisch gar nicht möglich. Ich bin sicher, wenn Sie bis zum Ende eine Werbung sehen, am Ende Sie bekommen Informationen, dass für eine da kommt Firma... Wenn man sich da 10-mal anmeldet, kommt 10-mal eine neue Firma. Das kann man gar nicht wissen, bei wem man danach herauskommt. Also ist es demnach nur Betrug. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ja? Lieber Safti? Ja? Oder Steinbeck? Nee, Muschsaftig. Hallo? 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 Ja? Hey, Saftig. Jo. Oder sind Sie Steinfeder? Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Hallo? Doch. Doch. Wer ist denn da? Hey, Saftig. Ja? Oder Steinfeder? Nee. Doch. Nee. Hallo? Ja? Wer ist denn da? Steinfeger. Sie heißen Steinfeger? Nein. Nein? Wie dann? Herr Saftig. Das bin ich. Okay, Herr Saftig. Ja? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren, ne? Ja. Okay, super schön. Ja? 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 Kuckuck. Also? Ich höre. Ja? Ja? Hallo? Hallo? Kuckuck. Wer ist denn da? Mit wem spreche ich da bitte? Kuckuck. Tante? Kuckuck. Wer ist denn da dran? Hallo? Kuckuck. Kuckuck. Wie geht's denn so? Ich bin sehr gut. Und wie geht's dir? Ja, entzückend. Meine Liebe? Entzückend. Sehr gut. Ja. Wie heißt du sie? Ich? Heiße Musch, sag ich. Ja. Ah, also, aber ich kann auf Ihren Namen auf Musche Saftig sehen. Warum? Ja, Musch Saftig. Ja? Ja. Ja. Warum haben Sie das so gemacht? Sie sind eine Honigbiene. Oh, danke schön, meine Liebe.
Ja. Mhm. Also, warum haben Sie mir, von YouTube ein paar Sounds gehört? Ich mag Tiere, die kann man streicheln. Ah, super, okay. Bis dann. Ja? Kuckuck. Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Karin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Aha. Sie haben bei uns Ihr Interesse gezeigt, online zu investieren. Stimmt das? Weiß ich nicht, wie heißt denn die Plattform? StockCC. Oh, weiß ich nicht, ne, habe ich jetzt nicht gemacht, ne. Okay, Sie haben da, was bei mir steht, dass Sie haben das genau vor ein paar Stunden. Haben Sie Interesse, online zu investieren? Weiß ich nicht. Was habe ich denn davon? Bitte? Was habe ich denn davon? Okay, möchten Sie vielleicht wissen, wie alles funktioniert bei uns und dann können Sie entscheiden, was möchten Sie weitermachen? Ja. Dann erzähl mal. Ja. Guten Tag, sprich mit der Knüssflick. Ja. Oder Herr Steiger. Was? Nee. Sprich mit der Herr Steiner. Knusprig, mein Name. Okay. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie haben sich gerade registriert, also zweimal haben Sie sich registriert, ja. Ach, zweimal? Ja. Okay. Einmal mit dem Herr Steiner Name und einmal mit Knusprig. Das ist mir nicht bewusst. Okay, dann tschüss. Wie kann ich denn behilflich sein? Nein. Wie bitte? Nee. Warum nicht? Brauchen Sie nicht. Was ist denn? Hallo? Ja, guten Tag. Sprech mit dem Herrn von Knusprig oder so? Knusprig. Ja, ja, entschuldigt. Mein Name ist Herr Weber, Herr Knusprig. Ich hole jetzt wegen Ihrer Anmeldung auf unsere Handelsplattform. Das ist die Plattform CDVX. Da haben Sie, glaube ich, vor kurzem eine Anmeldung gemacht, ja? Glauben Sie? Doch, also ich sehe das. Was haben Sie das vor kurzem gemacht? Mhm. Beziehungsweise ich bin ein Finanzberater von der Firma und würde ich Ihnen einfach ganz kurz erklären, wie das ganze System funktioniert, ja? Na dann, hopp, hopp. Haben Sie schon bereit Erfahrung mit diesen Sachen oder das führe doch Ihr nächstes Mal? Mhm. Das ist Ihr nächstes Mal? Jo. Okay. Können Sie nur Ihren Lautsprecher ausschalten, weil ich höre nur meine Stimme so. Nee, Taste ist abgebrochen. Was meinen Sie, ist abgebrochen? Ja, die Taste ist kaputt. Ah, Ihre Taste ist kaputt, okay, gut. Haben Sie denn wahrscheinlich gesehen, wir arbeiten mit den einen automatischen Algorithmen, der das Ganze beobachtet und steuert. Das heißt, das System handelt für Sie selbst und Sie brauchen Sie gar nicht dafür mit zu beschäftigen, ja? Mhm. Außerdem, Sie werden mit dem einen Finanzberater in Verbindung setzen, beziehungsweise mit dem einen Broker. Der Broker kann sich jederzeit Ihnen unterstützen, alles zeigen und einige Strategie aufbauen, damit Sie sich doch bessere Resultate erreichen können. Ich würde Sie fragen, haben Sie schon große Erwartungen davon oder möchten Sie einfach das testen? Wenn man die Erwartungen ganz unten ansetzt, dann kann man nicht enttäuscht werden. Was meinen Sie? Ja. Dass Sie doch keine Erwartungen haben, okay, gut. Genau. Das ist ja natürlich in Ordnung, also würde ich mal sagen, müssen Sie erstmal testen, damit Sie weiß, ob Ihnen das überhaupt gefallen werden oder nicht. Momentan natürlich, wir haben sehr gute Bewegungen auf dem Finanzmarkt, wo man kann auch sehr gute Resultate erreichen können. Das Gute ist, dass Sie jederzeit sich auch aufsteigen können, also beziehungsweise Sie zahlen einigen Betrag auf den Konto, damit Sie das erstmal natürlich auch aufladen. Und nachher, soweit Sie denn möchten, können Sie das Konto wieder schließen und das Geld wieder auszahlen lassen. Soweit Sie einige Gewinne generieren haben, wir kriegen 1% Provision dafür von Ihrem reinen Gewinn. Haben Sie auch gesehen, was ist denn unser mindestes Einsatz oder haben Sie das noch nicht bis jetzt gesehen? Nee.
Okay, denn der ist 220 Euro oder beziehungsweise 250 Dollar. Das haben Sie das gesehen, oder? Nee. Das haben Sie nicht gesehen. Mm-mm. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, hier ist Jonas Schneider. Sprich mit Ablessen. Ich grüße Sie, Ablessen. Können Sie mich hören? So halbwegs, ja, die Musik ist zwar lauter, aber. Jetzt vielleicht besser, oder? Ja, geht, glaube ich. Okay. Ich bin hier ein Finanzberater von Bitcoin Billionär. Sie haben vor kurzem ein Konto bei uns erstellt, deswegen aus diesem Grund rufe ich Ihnen an, auch an, ne? Können Sie mich. Das war zu laut. Ja? Können Sie mich hören? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob Sie daran schon erinnern können, aber die Konto, die Sie geöffnet haben, ist leider inaktiv momentan. Und ich habe Ihnen angerufen, weil wir müssen dieses Konto auf aktiv stellen. Aha. Haben Sie momentan Zeit, damit ich Ihnen zeigen kann, wie Sie die Konto aktivieren können? Nicht wirklich. Wann kann ich Ihnen anrufen? Wann sind Sie erreichbar dann? Spät haben wir es denn jetzt? Ja, morgen. Morgen um welche Uhr? Sagen Sie mir bitte eine genaue Uhrzeit. Ab 12. Ab 12? Ja. Okay, dann wir hören uns um 12.30 Uhr, ne? Alles klar. Super, dann bis morgen. Tschüdelü. Ciao, ciao. Guten Tag, Herr Schaan. Nee, Herr Steinfeger. Okay. Hier habe ich Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sie haben versucht, ein Online-Handelskonto zu aktivieren. Es geht Bitcoin. Toll. Und da rufen Sie an. Bitte? Ja, wozu brauche ich Sie jetzt? Also, können Sie bitte öffnen Google? Nee. Damit Sie Ihnen was wollen Sie denn von mir? Es geht um Bitcoin hier. Ich kann Ihnen helfen, um das Konto zu aktivieren. Da brauche ich Sie nicht dazu. Warum? Was ist der Grund? Ja, weil ich mit Ihnen gar nicht telefonieren möchte. Okay, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ja, hallo? Hallo, guten Tag. Spreche mit Herr Phil Klauberbach. Was für ein Ding? Also, Petra Klein ist mein Name. Ja, ich melde mich vom Bitcoin-Billionär her. Sie haben eine Anmeldung gemacht. Aha, wann denn? Bei Bitcoin-Billionären, Sie haben eine Anmeldung gemacht und es geht um Online-Handel. Nö. Online-Trading, wissen Sie noch? Nö. Ihre Daten liegen hier, E-Mail-Adresse, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sie steht tipp.com, der Bautenbar ist email.com, ja? Nö. Richtig? Also, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auf unsere Werbung draufgeklickt. Nö. Und dann wurde es hier bei mir weitergeleitet, ja? Nein. Es kann sein, ja? Nee. Aber hier steht, dass Sie das bei Bitcoin-Billionär gemacht haben. Nee, habe ich nicht. Ja? Dann, warum habe ich überhaupt Ihre Daten hier, wenn es so wäre? Vielleicht haben, na, haben Sie ja nicht. Sie haben nur meine Telefonnummer, aber der Name stimmt ja auch nicht. Hier steht Tim Klauberbach. Das ist nicht mein Name. Ja. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Toffee Fee. Wie? Toffee Fee. Herr Bitter. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Sie können es nicht strafbar machen. Nö. Dass Sie solche Fische, Wissen am Telefon erzählen. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Haben Sie alle Tassen im Schrank? Ja, Sie scheinbar nicht. Sie rufen fremde Personen an, wo Sie gar nicht anrufen dürfen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ja, was denn? Schönen guten Tag, Ina Fischamapparat. Ich melde mich von Allianz Group. Wegen Ihrer Anmeldung, Sie haben auf unserer Werbungsseite sich registriert. Nee. Ich bin dabei, Ihnen weiter zum Helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ja, was denn für ein Konto? Ich habe kein Konto. Ja, aber Sie haben registriert hier mit Ihrem Namen, Nachname, nee. E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Nee, habe ich nicht registriert. Ist das richtig Name, Lori Oris? Nee. Steinfeger? Nee. Nee. Okay, dankeschön. Ja? Hallo?
Knusprig, ich grüße Sie. Mein Name ist Leo Meyer. Wie bitte? Knusprig, nicht Knusprig. Okay, Knusprig, ist das richtig? Naja, hab ich doch jetzt gerade gesagt. Was möchten Sie denn? Okay, Herr Knusprig, mein Name ist Leo Meyer und ich melde mich von ASL Training. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Ist das richtig? Was für ein Ding? Es geht zum Online-Handel. Sie sind bei uns registriert haben. Ja, warum denn? Ja, was wäre Ihre Motivation, wenn Sie Ihre Daten eingegeben? Vielleicht wollen Sie Ihre finanzielle Lage verbessern. Ist das richtig? Wann soll ich das gemacht haben? Okay, Moment. Sie haben bei uns registriert heute? Nee, falsch. Computer gar nicht an. Um 10 Uhr. Nee, dann habt ihr da gerade illegal die Daten gekauft. Aber sind Sie schon knusprig. Richtig? Hallo? Ja, hallo. Okay, das bedeutet, dass das keine falsche Verbindung. Doch. Okay, wissen Sie, wie das alles funktioniert oder haben Sie Fragen? Ja, mir ist das schon bewusst, dass das hier Betrug ist. Was meinen Sie? Ja, ich habe mich heute nicht um 10 Uhr bei euch da registriert. Das ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Da hat dein Chef die Daten gekauft. Oh mein Gott. Herr Knusprig. Knusprig, nicht Kusprig, Kusprig. Knusprig. Steht doch da. Kannst du nicht lesen? Knusprig, Kusprig. Okay, Entschuldigung. Sie sind in meine Kunden. Was bedeutet, dass Sie bei uns registriert haben? Nee, das bedeutet es nicht. Das bedeutet, dass dein Chef gerade die Daten gekauft hat. Ist das Kindergarten oder? Ja, ihr seid ein Kindergarten. Ein betrügerischer Kindergarten. Und du bist eine Kriminelle. Eine Betrügerin. Wenn Sie haben kein Interesse, auf dem Finanzmarkt zu handeln, die erfahrene Finanzexpertenhilfe und damit Geld verdienen, okay, ich werde keine Zeit verlieren. Bitte? Ja? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche mit Scham. Guten Tag, Herr Blasnet, Jonas Schneider am Apparat. Wir haben einen Termin vereinbart. Wir haben gestern miteinander gesprochen. Können Sie sich erinnern? Super. Und zwar, brauchen Sie Informationen oder können wir mit der Aktivierung des Kontos direkt starten? Weiß ich nicht, wie hieß denn die Seite? Okay, haben Sie den PC vor Ihnen liegen? Damit ich Ihnen auch buchstabieren kann? Ne, der liegt nicht, der steht. Bitte? Der liegt nicht, der steht. Ein stehender Rechner. Sie stehen in der Rechner? Ja, der liegt nicht. Okay, ja, da haben Sie recht. Okay, dann suchen Sie in Google. www. Ja. Punkt. Ja. S wie Siegfried. O wie Ulrich. Ja. P wie Paula. Ja. E wie Emil. R wie Richard. Ja. E wie Emil. Bei Ihnen ist die Musik wahnsinnig laut. Bitte? Bei Ihnen ist die Musik wahnsinnig laut. Ja, da haben Sie recht. Es ist ein bisschen lauter im Moment. Jetzt vielleicht besser? Nee. Aber Sie können mich hören, oder? Nee, eben ja nicht. Einen Moment. So, jetzt? Nee, hat sich nichts verändert. Ja, tut mir leid, das ist ein bisschen, also ich werde ein bisschen lauter sperren jetzt. Was haben Sie bis jetzt geschrieben? Na, so weit, wie Sie gesagt haben. Also, wo sind wir jetzt? Also, es ist ja, aber ich kann Sie so kaum verstehen, das ist echt nervig. Das ist jetzt ein bisschen leiser. Nee, gar nicht. Ich rufe dich nochmal, nur einen Moment bitte. Ja. Hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit dem Herr Woltmar. Ich bin Peter Braun und habe ich Ihnen angerufen wegen einer Investition, was ich früher gemacht habe. Aha, was denn für eine Investition?
über Bitcoin. Es geht wegen einer Rückzahlung. Aha, ich habe ja noch gar nicht investiert. Wie, haben Sie gar nichts investiert? Nee. Aber Sie haben ein Konto aktiviert? Nee. Wie kann das sein dann? Ja, weiß ich nicht. Betrug, denke ich mal. Okay. Musst du wen anders betrügen. Klappt bei mir nicht. Und du? Willst du noch was Schönes erzählen? Ja. Sag. Wie geht denn das Märchen weiter? Ich habe Ihnen gesagt, es geht wegen der Rückzahlung. Schönes Märchen. Mhm. Wie viel Geld muss ich denn einzahlen, um mein angebliches Geld zu bekommen? Gar nichts. Ach so, ja, dann kannst du auszahlen. Ja, wir können das zusammen machen. Ja, dann zahl mal aus. Benutzen Sie Computer da? Ja. Und du? Moment bitte. Aha. Also, benutzen Sie Computer oder nicht? Ja, habe ich doch gerade gesagt, ja. Okay, arbeiten Sie durch Anydesk oder TeamViewer? Nö, ich lasse dich für den Betrug nicht auf meinen Computer. Warum? Ja, weil das nicht muss für eine Auszahlung, braucht man doch nicht. Weil ich habe Ihnen gesagt, es ist kostenlos. Ja, aber ich lasse ja keine fremden Leute auf meinen Rechner gucken. Wo steht das Problem? Ja, habe ich doch gerade erklärt, ich lasse keine fremden Menschen auf meinen Rechner gucken. Braucht man ja auch nicht für eine Auszahlung. Okay. Ja. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, machen wir ohne Anydesk. Kannst du direkt auf mein Konto überweisen. Ohne Anydesk geht nicht. Natürlich. Denn es ist Betrug. Ja, haben Sie eine Wallet-Adresse? Ja, natürlich. Welches? Meine Wallet-Adresse. Von wem, ja? Ja, von mir. Ja, von welches Institut? Ja, wie welches Institut? Ich habe einfach eine Wallet-Adresse. Ja, von wem? Von Coinbase, von Bitpanda, von so. Binance? Ja, da habe ich eins von, warte, wie heißt das? Ach, hier dieses Pinke. Ich komme gerade nicht drauf. Muss ich mal gucken, wie das heißt. Hier MoonPay. Von MoonPay? MoonPay geht es nicht. Nur durch Coinbase, Binance, Bitpanda. Ja, bei Binance habe ich auch ein Krypto-Wallet, ja. Binance geht auch. Okay, finden Sie das Krypto-Wallet. Habe ich, warte. Aber nicht bei MoonPay. Was haben Sie für einen Beruf? Das brauchen wir ja dafür nicht für eine Auszahlung. Das interessiert ja da nicht. Habe ich nur gefragt. Wo steht das Problem? Ja, brauchen wir nicht. Gibt kein Problem. Aber wir brauchen ja auch keine Adresse dafür. So, dann soll ich jetzt die Wallet-Adresse durchgeben und du überweist das Geld, oder wie? Genau, geben Sie mir durch das Wallet-Adresse. Sekunde. Ja. Soll ich jetzt schreiben? Ja, das ist 1. Moment. 1. Ja, JB. JB. TCO. TCO. 78X. 78. Und dann? X. X. 6ZP. 6Z. Paula. HQK. Heinrich. Q. Und dann? K. Kaufmann. VZY. VZY. AX7. AX7. HAJ. HAJ. VQL. VQL. Ja. MNJ. MNJ. Und dann E6A4. E6A4. Genau. Da kann das Guthaben drauf überwiesen werden, genau. Okay, Augenblick. Moment. Ich schau mal. Sie haben gesagt, das ist bei Binance, richtig? Moment. Wie viel Geld willst du denn überweisen? Augenblick. Moment. Haben Sie mir ja richtig gesagt? Natürlich. Das ist meine Bitcoin-Wallet-Adresse. Wir können nicht finden.
Aha. Hier steht, wir können nicht finden, wonach Sie suchen. Aha. Warum nicht? Haben Sie mir richtig gesagt? Ja, natürlich. Moment, ich schau mal. Okay, ich sag. 1JBTCO78XZPHQKVQLMNJE6A4. Ich weiß nicht, wie man das komplett falsch abschreiben kann. Wie ist das falsch? Ja, hast du die Hälfte ausgelassen? Wie bitte? Hast du die Hälfte ausgelassen mittendrin? Ich sag nochmal. 1, J, ja. Beta, Theodor, C, Otto, 7, 8, X, 6, Z, Paula, Heinrich, Q, Kaufmann, Victor, Z, Y, Anton, X, 7, Heinrich, Anton, J, Victor, Q, Ludwig, Michael, Notbold, J, Emil, 6A4. Ja, jetzt passt's. Gerade eben hast du die Hälfte ausgelassen. Aber wenn ich das Wallet-Adresse suche, kommt es hier gar nichts. Und das akzeptiert es nicht. Ja, brauchst du das Bitcoin da drauf überweisen. Wie viel Bitcoin habe ich denn? Moment, ich zeig, wie viel Bitcoin haben Sie. 1,2 Bitcoin. Aha. Ja, die nehme ich dann. Hm? Ja, aber ich kann nicht mit dieses Wallet-Adresse schicken. Wieso nicht? Weil mit dieses Wallet-Adresse stimmt etwas nicht. Doch, stimmt. Das funktioniert. Können Sie selbst das Wallet-Adresse probieren? Wie selber probieren? Können Sie schicken Geld von Monpay nach Binance oder von Monpay nach Binance? Ja, natürlich. Funktioniert. Zum Beispiel 10 Euro, können Sie das machen jetzt? 10 Euro, 1 Euro? Jetzt überweise ich da nichts, ich weiß ja, dass es geht. Aber warum bei mir geht das nicht? Ja, weiß ich doch nicht, weil es Betrug ist, was ihr da versucht. Ich kann Ihnen auch, ich kann auch eine, wenn Sie möchten, ein Bild schicken, was hier kommt. Ja, das interessiert mich ja nicht, was da kommt. Wenn Sie mir nicht glauben, habe ich wieder gerade gesucht, aber kommt es gar nichts. Hm. Moment. Kommt nicht. Tja. Und nun? Ich frage mich ja auch, wo das Geld herkommt. Wegen einer Investition, was ich früher gemacht habe. Wo habe ich denn die Investition gemacht? Über eine Handelsplattform. Ja, und wie heißt die? Habe ich keinen Namen. Aha. Und das soll dir einer glauben. Du hast da mein Geld, aber du kannst mir nicht sagen, wo du das her hast. Das ist ja witzig. Es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie mir glauben, ist das lächerlich. Also noch lächerlicher geht der Betrug gar nicht. Glaubt dir das einer? Gibt es da wirklich Menschen, die dir das glauben? Ich weiß nicht. Hm. Aber kann ich hier mit Bild schicken, was hier draufsteht? Hieß du nicht mal irgendwann Dennis Wilson? Soll ich Ihnen das schicken? Ja, hieß du nicht mal irgendwann Dennis Wilson? Also, ich sage Ihnen etwas. Sie haben über ein Betrügsunternehmen eingezahlt. Mhm. Und das Unternehmen, das ist nicht mehr verfügbar. Mhm. Und wie heißt das Unternehmen? Und Ihre Wallet-Adresse ist gefunden bei Blockchain. Aha, habt ihr so einfach gefunden. Ja. Geil. Und sowas glaubt dir einer? Du glaubst das. Nee. Ich find's einfach nur... Ja, genau. Weil sie haben mir eine Wallet-Adresse geschickt. Ja. Und die Scheiße glaubt dir einer? Ja. Genau. Was genau? Doch lächerlich. Macht es Spaß, so die Leute um ihr Geld zu betrügen? Ich mag keine Betrüger. Nee? Und warum rufst du mich denn an und erzählst mir so eine komische Geschichte? Weil hier steht Ihrem Kapital deswegen. Ja. Ja, du kannst mir nicht mal sagen, woher. So ein schlechtes Skript kann man doch gar nicht haben.
Die anderen geben sich wenigstens ein bisschen Mühe, die hier anrufen. Moment. Kennst du Harry Potter? Wieso? Hab ich gefragt. Ja, hab ich schon mal gestreichelt, gestern Abend. Mit einer Bockwurst. Hab ich mit einer Bockwurst gestreichelt. Ist Elena gerade in der Nähe? Die Elena? Warum arbeitest denn du nicht mehr bei Bank FX Trade? Haben sie die hochgenommen? Nun kommt nichts mehr, oder was? Du musst schon reden. Man hört dich am Telefon atmen. Was? Wie viele Leute bescheißen ihr da so am Tag? Also, sie haben investiert bei einem Betrügungsunternehmen, ha? Genau. Und jetzt ruft mich ein Betrügerunternehmen an und erzählt mir noch mehr Scheiße. Du klingst wie Dennis Wilson. Was ist das? Na, Dennis Wilson. Ha, du crazy. Wie alt sind Sie? Alt genug. Ich glaube, Sie sind 45. Und du hörst dich echt an wie Dennis Wilson. Wo hast denn du Elena gelassen? Wer ist Elena? Na, von Bank FX Trade. Bank FX Trade? Ich kenne das nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber du bist der Wilson. Dennis Wilson. Wie viel haben Sie da eingezahlt? Ja, gar nichts. Wie viel haben Sie da... Ja, gar nichts. Da habe ich dich doch vorher schon verarscht die ganze Zeit. Sie haben eingezahlt. Ja, nee, habe ich nicht. Sie haben eingezahlt und Sie haben genug Geld für Leute. Ja. Also, wie kann man eigentlich noch in dem Glauben sein, dass dir da einer Geld gibt? Das ist doch Quatsch. Komplett Blödsinn. Da fallen Leute drauf rein. Ah, das Skript ist wirklich ein bisschen schlecht, da müsst ihr noch ein bisschen üben. Ist doch total albern. Sag ehrlich, wie viel haben Sie investiert? Ja, gar nichts. Das würdest du aber auch dann wissen. Warum lügst du? Nee, ich lüg nicht. Du lügst ja, da mit deinem komischen Skript. Ja. Dein ganzes Skript ja, ist ja da gelogen. Das ist ja alles gelogen. Ja. Schämst du dich da nicht ein bisschen? Ist doch traurig, wenn man so die Leute bescheißen muss. Für ein bisschen schämen könntest du dich da schon. Was meinst denn du? Ich bin gerade in Deutschland. Bestimmt. Und das glaubt dir einer, oder was? Ja. Das ist sehr verwerflich, dass dir das Leute glauben. Ich hoffe nicht. Kommt man sich da nicht selber albern vor, den ganzen Tag so einen Quatsch zu erzählen? Herr Lutz. Wie viel haben Sie investiert? Gar nichts. Wie viel hat diese Frau von Ihnen genommen? Ja, überhaupt nichts. Ich habe ja keinem was gegeben. Bin ja nicht blöd. Warum lügst du? Du, weil der Charakter, den du da ansprichst, den gibt's gar nicht. Der ist ausgedacht, damit du auf YouTube landest. Ja. Und? Ja, nix und. Was? Ja, nix was. Ist doch albern, da euer Skript. Ja, die Fragen habe ich dir alle schon beantwortet. Kriegst du keine Antwort drauf. Ja. Was arbeiten Sie? Fischstäbchenformer. Mit der Pinzette. Sind Sie ein gutes Mensch? Okay, was arbeiten Sie? Na, Fischstäbchenformer mit Pinzette. Okay. Herr Lutz, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Okay? Ja, und du trinkst nicht mehr so viel Alkohol, das ist ungesund. Ich trinke gar nichts. Doch. Das sagen immer die Zuschauer über dich. Ich trinke gar nichts, Herr. Nee, aber die Zuschauer sagen alle, dass du Alkohol trinkst. Du klingst immer so besoffen. Ah. Ja. Ich hab geraucht. Ja, bei dir im Büro, das hast du mir ja schon erzählt, ja. Und von der Elena hast du mir immer erzählt. Was habe ich von Elena erzählt? Ja, nur als du noch für Bank FX Trade den Betrug telefoniert hast. Wann? Schon eine Weile her. Ich glaube im Dezember oder so. Vielleicht noch im Januar, aber ich glaube im Dezember war das. Und habe ich Ihnen gesagt, das, was Sie mir sagen jetzt? Ja. Na, andere Sachen, ja. Aber da hast du mich noch Kleine Katze genannt. Kleine Katze oder Gerold Steiner. Ich erinnere gar nichts. Nee. Ja gut, das kann am Alkohol liegen.
Aber ich trinke keinen Alkohol. Nee? Ja, wirklich. Ja, aber ihr kifft doch da auf Arbeit. Ich mag gar nicht, ich trinke keinen Alkohol. Ja, warum nicht? Nur Wasser. Warum denn? Weil ich mag nicht das. Ach so. Ja. Ja gut. Du? Ja, nö, das ist selten. Vielleicht mal ein Cocktail, aber eigentlich auch nicht. Eher eine Cola. Wenn du Autofahrer bist, dann ist ja immer scheiße. Bier? Nee, Bier gar nicht. Warum nicht? Ja, mag ich nicht. Das schmeckt ja so eklig, bitter. Vielleicht mal Kirschbier, sowas geht mal, aber dann ist es ja schon kein Bier mehr, dann ist ja mehr Kirsche. Gehst du in Party oder? Och, nö, auch nicht so viel. Das ist ja bloß Geld verbrennen. Ist morgen ein Feiertag in Deutschland? Ja. Und bei euch? Welches? Ja, welchen Feiertag habt ihr denn morgen? Ich hab keinen Feiertag. Nee. Aber gerade hast du noch erzählt, du bist in Deutschland. Nein, ich bin in England. Genau, das ist ja genauso gelogen. Aha. Ja. Was für ein Feiertag ist morgen? Der Peter Pan Feiertag. Okay. Ja. Okay, also Herr Luther, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, dann danke für Ihre Zeit. Kannst du ja morgen wieder anrufen, ja. Dann können wir morgen noch ein bisschen erzählen. Machen wir noch ein weiteres Video. Okay, danke. Alles klar, dann bis morgen. Wo kann ich das sehen? Na, auf YouTube. Welches Name? Sag ich nicht. Sagen Sie mir bitte. Nee. Ich möchte das sehen. Ja, das hast du früher schon versucht, aber das sage ich dir nicht. Warum? Darum. Kann ich das in YouTube sehen? Wir können schon. Ja, sagen Sie mir eine Video. Nee. Nicht von mir, aber bei die anderen. Musst du eingeben, Callcenter fahren. Wie war das? Callcenter fahren. Callcenter fahren. Und da finde ich auch das Video. Okay, ich ruf morgen und mache sie Neues. Alles klar. Danke. Tschüssi. Tüdelü. Ich hier mit Lumel Tuchten. Ja, Helle mit Hygiene ist am Apparat. Gut. So. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung. Aha. Genau. Sie registrieren auf die Seite von Bitcoin? Ja? Was? Soll das einer verstehen, was Sie da am Telefon rumstammeln? Vielleicht machen Sie als allererstes erstmal die Musik aus dem Hintergrund aus, damit man Sie auch vernünftig verstehen kann. Sie haben Registrierung gemacht, Bitcoin? Ja, war das jetzt eine Frage oder was soll das sein? Dann müssen Sie auch das so als Frage formulieren. Aber damit man Sie vielleicht mal vernünftig versteht, sollten Sie vielleicht auch mal die laute Musik im Hintergrund ausschalten. Sie, Registrierung gemacht auf Bitcoin. Ich helfe Ihnen dabei, Ihnen das Konto zu aktivieren. Sie können kein Wort Deutsch und wollen mir irgendwie helfen. Bei irgendwas, was auch immer. Aha, das klingt aber sehr interessant und vielversprechend. Sie haben sich auf die Werbungsseite sich registriert, online zum Traden. Jetzt ist es besser? Nö, die Musik ist noch exakt genauso laut. Ich hab dich wieder was! Ich hab dich wieder was! 20 Euro pro Minute! Bestimmt. Ja, kennst du mich jetzt? Du hast mich erkannt, ne? Sag doch ja, nicht Was heißt das Tja. Sag doch. Sag ja einfach, gib zu. Ich glaub, du bräuchtest langsam mal irgendwie einen Psychologen oder sowas, ne? Wie bitte? Was hältst du denn davon, wenn du mir mal deinen Chef gibst? Warum blockierst du nicht meine Nummer? Ja, weil du ja jedes Mal mit einer neuen Rufnummer anrufst, das ist ja gespooft. Nein, du blockierst so gern meine Nummer nach dem Anruf. Genau, aber es kommt ja jedes Mal eine neue Telefonnummer. Du willst ja nicht bestimmen, dass ich 20 Euro pro Minute verdiene. Deshalb blockierst du auch meine Nummer. Das tut mir sehr leid, ne? Und, was geht? Wann postest du das Video, Mann? Ich warte. Ja, erzähl ich dir doch nicht. Mann. Wie ich immer gesagt habe, 20 Euro pro Minute, möchte ich das Video gerne hören. Ja. Und was gibt's heute in YouTube? Nichts Besonderes. Alles langweilig geworden, ne? Hast du ja bestimmt gedacht, auch jetzt kann ich jemanden verarschen, ein Mitarbeiter. Ach, wir rufen so viele Leute an, da kommt's auf dich jetzt gar nicht an.
Ja, Wale hat schon erkannt, dass du ein YouTuber bist. Ja? Ja, mit Nummer, weil du hast mit einer Nummer so viele Registrationen gemacht. Ja, aber du weißt schon, dass ich nicht nur eine Nummer habe, ne? Ja, du hast ja sehr viele Nummern. Ja. Einmal mit 4-9, also mit 3-9, dann mit 5-0, dann mit 1-5, dann mit 4-0, mit 6-8. Mhm. Ja. Sag noch ja, nicht mhm. Mhm. Was ist das? Tja. Was denn? Du weißt ja nicht, du rufst so an. Was denn? Was ist das? Was? Mhm. Haben Sie keine Schnauze? Nee. Halten Schnauze einfach. Ja? Ja. Hitlerson. Ja, dafür bin ich nicht so ein Abschaum wie du. Hitlerson, dein Kanal wird blockiert. Nö. Hitler. Sag mal alle Hitler. Hitler, sag alle ganz Hitler, deutlich Hitler für die YouTube-Richtlinien. Hitler. Bravo, sag mal genau. Nochmal die Hitler. Ein Applaus an dich. Ja. So. Schön. Nur, dass du Hitler gesagt hast. Nur, ja. Dass du selber Hitler gesagt hast. Ja. Und du bist auch sowieso ein Hitler-Sohn, ne? Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Nee. Nö, gar nicht? Nö, ist überhaupt nicht schlimm. Nö, doch. Nö, warum ich sollte das schon. Warum sollte das weil schlimm du sein? Weil du ein Hitler-Sohn bist. Ja, das macht weil ja nichts. Hitler. Hm. Also auf jeden Fall kannst du damit unseren Zuschauern ja beweisen, wie tief deine Niveaugrenze ist. Also. Lass mal alles. Aber ich habe bis jetzt 100 Euro verdient, weil 5 Minuten telefonieren wir. Genau. Ja, gestern hab ich auch versucht, dich zu erreichen, aber du hast meine Nummer blockiert. Nee. Möchtest du nicht gern, du vielleicht dass Telefon ich aus. Nein. Dein Handy war nicht aus. Ich habe ganze Zeit versucht, dich zu erreichen, aber du hast immer die Nummer blockiert. Nee, dann war vielleicht einfach nur die Telefonanlage du ausgeschaltet. Du kannst wie du möchtest, aber du hast die Nummer blockiert. Nee. Ich blockiere so. Keine Rufnummern. Ich will ja die anrufen, denn wäre ich ja blöd, wenn ich euch blockiere. Ich habe eine andere Nummer. Ich habe einen Ruf. Zeig mal allen, wie intelligent du bist. Wow. Kennen Sie die Musik? Ich höre die Musik. Schön. Und die 120 Euro jetzt. Nein, ich werde bleiben bis 200, also bis 10 Minuten, dann ist mir auch genug 200 Euro. Ja, das ist auch okay, dann musst du aber noch ein bisschen was Schönes erzählen. Können wir auch etwas telefonieren? Sag mal etwas. Was soll ich denn machen? Frag doch was. Was? Frag doch. Ach, ich soll was fragen, du musst deutlicher reden, ja, eure Telefonanlage ist billig. Frag doch. Ja, weiß ich nicht, was ich so fragen soll. Frag. Ja? Was soll ich denn fragen? Warum hast du denn aufgelegt, wenn ich dir gesagt habe, dass ich 20 Euro pro Minute verdiene? Du meintest, ich habe keine Zeit und aufgelegt. Für den einen Tag hatte ich auch keine Zeit. Ja, aber du wolltest nicht, dass ich Geld verdiene. Du verdienst also sowieso kein Geld. Motherfucker, wow. Da redet wieder die Intelligenzbestie. Motherfucker. Tja, wenn du sowas als sozial empfindest und das irgendwie, weiß ich nicht. Du bist asozial. Ja, kann ich mitleben. Ja, du bist asozial. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitleben. Möchtest du noch jemanden grüßen? Wie? Möchtest du denn noch jemanden grüßen? Nee, muss ich... Ich will nicht deine Kakerlake grüßen. Nee. Nein. So ist das halt. Die Zuschauer und du könnt ihr mich gern am Arsch lecken. Ja, dann wissen ja jetzt alle Bescheid. Ja, gut. Genau. Kann sich ja dann jeder Einzelne überlegen, ob er denn dich mal kontaktieren möchte.
aber für die Terminvergabe fürs Arschlecken bräuchten dann aber die Zuschauer auch deine Telefonnummer. Bleib sitzen! Ja? Sitz hier! Nimm Platz! Ja, Hauptsache, ihr habt da Spaß auf Arbeit, ja? Nimm Platz! Nimm Platz! Wenn man das dann Arbeit überhaupt nennen kann, das kann ich nicht. So brave Sohn! Nimm Platz! Genau, reger Hund! Ja! Nimm Platz! Also, du wirst ein bisschen geistig zurückgeblieben. Ruhig! Ruhig, mein Hund! Ruhig! Kein Laberlaber auf dir! Einfach ruhig bleiben, mein Hund. Ja, genau so. Braves Hund. Du bist ein gutes Hund. Ja? Das ist aber nett. Ja? Wow, ich mag dich echt. Ja. Wenn ich dir sage, bleib ruhig, Hund, du bleibst echt ruhig. Ja. Das gefällt mir. Ja? Ja? Schön. Bald haben wir 10 Minuten. Ja. Schön. 10 Minuten Zeit verschwendet. Ich bin auf mein Schwürfalle. Yippie, Schweinebacke. Der ist echt Opfer. In welchem Land sitzt denn du? In Deutschland? Deine Mutter! In Deutschland ist es doch nicht. Deine Mutter! Eieieiei, das ist ja schon quasi gehirnamputiert, was da rauskommt. Von deiner Mutter komme ich raus, ne? Ja. Das bezweifle ich aber irgendwie ganz schön stark. Weißt du denn was? Was denn? Was soll ich denn wissen? Also, Deutschland ist ein Scheißland. Die Deutschen sind alle Brillenträger. Alle haben so einen Bauch mit Fetzers. Die trinken nur Bier. Dein Mikrofon müsstest du mal neu einstellen. Die sind einfach dumm, aber die deutschen Frauen sind einfach dumm. Ja. Ja. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ja. Weil die sind einfach nicht so dumm. Auch deine Mutter war dumm, deine Geschwister auch, deine ganze Familie von Frauen. Die sind alle einfach dumm, nur dumme deutsche Frauen. Ja. Ich würde gerne da sprechen. Was? Warte. Ja, dein Mikrofon klippt die ganze Zeit. Man kann dich nur ganz schwer verstehen. Das ist halt Qualität vom, weiß ich nicht, von der Müllhalde. Hallo. Hallöchen. Hallo, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Mit welchem Versager spreche ich denn jetzt? Jetzt sprechen Sie mit dem Kollegen von der Kollegin. Ach so. Ja. Also, bis jetzt haben Sie etwas, wir haben etwas von Ihnen verdient, das Geld. Bis jetzt, die ersten Minuten, ist okay. Haben Sie, Sie sind vor Computer, glaube ich, ne? Nee. Nein? Nee. Wo sind Sie jetzt? In der Küche. In der Küche, okay. Mhm. Essen Sie etwas oder machen Sie einen Kaffee? Nee, ich mache gerade den Haushalt. Was machen Sie? Den Haushalt. Ah, das glaube ich nicht. Sie sind vor Computer. Das weiß ich schon Bescheid. Ja, 100%. Naja, dann bleib doch der Meinung. Ist auch okay. Öffne Google. Nee, ich lade jetzt kein Anydesk runter. Nicht Anydesk. Wer hat das jetzt auch über Anydesk? Ihr wollt ja immer alle Anydesk haben. Was soll ich denn bei Google eingeben? Nein, nicht Anydesk. Öffnen Sie Google da. Und dann? Öffne und schreib www. Ja, erzähl weiter. Okay, tube8.com. Haben Sie? Nee, ich geh nicht auf Pornoseiten. Geht nicht in Pornoseiten, warum nicht? Nee, warum sollte ich? Doch, kannst du ein bisschen Spaß haben doch. Nee. Warum nicht? Schreib mal dort Schwule und siehst du die Schwule, wie sie ficken soll. Und hast du Spaß drauf. Warum sollte ich mir das angucken? Ha? Warum sollte ich mir das angucken? Deine Stimme ist so wie ein Schwule und hab ich mir gedacht, sie ist ein Schwul, das nicht. Ja. Ja? Und deswegen dann können wir etwas Spaß da inzwischen haben, ne? Aber sowas erkennen ja nur Schwule, die schwule Stimme von Schwulen. Weil das meine ich doch. Ich bin auch ein Schwul und das merke ich dann sofort. Deine Stimme ist doch ein Schwul. Deswegen habe ich mich mit dir, ich möchte mit dir nicht sprechen. Ach so. Ja, deswegen. Öffne jetzt die Pornoseite und lass ein Video und erklär mir, was du siehst. Nee, kein Bedarf. Warum nicht? Leid. Kein Bedarf, warum? Ja, stehen Sie auf Frau oder auf Männer? Ja, das geht dich doch überhaupt nichts an. Überhaupt nicht, über was stehen Sie denn? Ja, das geht dich doch nichts an. Warum? Ja.
Warum sollte dich das was angehen? Was? Genau, möchte ich auch mit Ihnen Spaß haben. Das okay. Ja, aber ich treffe mich mit Kakerlaken nicht. Wer bitte? Ich sage, ich treffe mich mit Küchenschaben nicht. Ja, vielleicht mit dem Kakerlaken nicht, ja? Mhm. Ja? Okay. Mhm. Wenn möchtest du mit mir Spaß haben, dann auf die Porno-Seite. Sehen wir die Schwule, wir ficken und du erklärst mal das alles da. Mhm. Ja? Das ist ganz schön stumpf und dämlich, was ihr da so von euch gebt. Naja. Also Intelligenz okay, geht dann, anders. Okay, okay. Wenn sie dann möchte nicht über Schwule reden, dann ich gebe ihnen die Kollegin weiter. Mhm. Ja? Ja, können wir ja noch ein bisschen Zeit verplempern. Hey, okay, dann reden wir über Schule, kein Problem. Ich möchte gerne die Schule ficken. Schön für dich. Aber für dich auch. Nee, warum? Ach, du bist doch ein Schwule, oder nicht jetzt? Reden wir über Schwule oder nein? Oder ich gebe dir die Kollegen weiter. Also der Einzige, der hier über Schwule redet, scheint ja nur du zu sein. Dann ich gebe ihnen die Kollegen weiter, dann reden sie mit dem Kollegen weiter. Wenn sie dann möchten, über Schwule nicht reden. Mhm. Reden wir ja oder nein? Letzte Entscheidung, letzte Frage. Weiß ich nicht, das liegt ja an dir. Weißt du nicht? Wenn bist du ein Schwul, musst du sagen, ja, ich bin ein Schwul. Ja, das geht dich doch auch nicht an. Ja, aber wenn... Ich sage Ihnen, möchten Sie mit über Schwule reden? Ja, und dann werden wir etwas das treffen dazu. Wie viele Leute fallen denn eigentlich da auf eure lächerliche Scheiße rein? Aber ist okay. Das ist etwas anders. Ja. Ja? Ja. Jetzt, bis jetzt ist die Kollegin etwas über 300 Euro. Ich weiß es nicht, ich habe das über die Stunde geredet. 20 Euro, meine ich 20 Euro pro Minute. Ja, und das ist schon alles klar. 15 Minuten schon da. Das ist schon 300 Euro, ne? Und ich möchte auch über Ihnen mit über Schwule. Wenn wir reden über Schwule, öffne die Porno-Seite, schreib dort Schwule und zeig mir, was Sie sehen vor. Wie sieht jemand eigentlich so primitiv sein, kann man sich dabei noch 15 Minuten verlieren, dann haben wir 600 Euro und dann werden wir das Gespräch beenden. Genau. Das ganze Video, wie fängt das an, wie sieht die Schwule aus und so weiter. Aha. Ja? Nee. Okay, öffne die Porno-Seite, komm. Öffnest du nicht, warum? Ja, weil mir das zu primitiv ist. Öffne die Porno-Seite, sei oder ein richtiger Mann, oder nicht. Ich glaube, du bist doch nicht, du bist doch kein richtiger Mann. Du kannst ja glauben, was du willst. Ja, aber wenn sie dann so reden, auch wenn sie nicht, haben sie eine Angst drauf, dann sind sie nicht ein richtiger Mann, ne? Ein richtiger Mann hat keine Angst. Würdest du öffnen, ja oder nein? Ja, habe ich doch jetzt schon ein paar Mal beantwortet, oder nicht? Okay, ich gebe Ihnen dann weiter die Kollegen, sprechen Sie weiter mit dem Kollegen, wenn Sie dann möchten, nicht über Schule reden, ja? Alles klar. Viel Spaß mit dem Kollegen. Tschüss. Reden wir über Schule oder nein? Oh Gott, Befehl, du musst ja wirklich richtig Minderwertigkeitskomplexe haben. Ja, bestimmt. Oh. Und, na? Bist du nicht richtiger Mann? Du wolltest die Porno-Seite nicht öffnen? Ja, warum sollte ich denn? Ich bin ja nicht so primitiv wie ihr. Ja, aber wenn du ein richtiger Mann bist, dann öffnest du. Wenn nicht, dann bist du ein Schwul. Aha. Ja oder nein? Ich lass mich auf euer primitives Niveau nicht herunter. Dann bist du ein Schwul. Denkst du, du kannst damit irgendjemanden ärgern oder beeindrucken? Ja, ich ärgere dich gern. Okay, na dann denk mal weiter. Ich ärgere dich, ja. Nö. Ich liebe Deutsche zu ärgern. Ja? Ja. Mhm. Ich will die auch kaputt so schlagen, ne? An die Fresse so, halt. Auch Blut. Mhm. Ne? Ja, genau. Okay. Ja. Naja. Von welchem Land aus ruften ihr an? Siehst du nicht die Nummer? Ja, das ist ja eine deutsche Nummer, die im Display angezeigt wird. Und wann? Was? Was? Ja, nix, was? Ihr benutzt ja eh Rufnummern-Spoofing. Oh Gott, von London. Ach, aus London, natürlich. Das glaubt man dir auch sofort. Ja, ich bin von London. Ich tippe eher so auf Albanien oder sowas.
Ja, genau, oder Pakistan, genau, das könnte es auch noch sein. Aber ich habe den Akzent nicht von Pakistan, Alter. Ich denke, ihr ruft aus Pakistan an. Also hast du aber nicht bemerkt, Pakistan, London oder ganz Kroatien vielleicht? Ist ganz anderes Akzent mit dem Deutsch. Ja. Ja. Was meinst du? Woher komme ich denn? Ja, aus einer Müllkippe oder sowas. Kloake, so in der Richtung. Wo? Von wo? Ja, von einer Müllkippe, so wie du dich anhörst. Sag doch. Ein Mann. Ja, hab ich doch grad. Sag! Ja, Müllkippe. Wird schon richtig sein. Nein, 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 nein. Doch. Ich komme aus Ukraine. Ja, schön für dich. Und ich möchte gern deutsche Adam. Ja? Schaffst du aber irgendwie nicht. Doch, ich schaffe. Nee, eigentlich machen sich alle nur lustig über dich. So viele Deutsche verärgert und abgezockt. Ja? Ja. Wie viel denn? Das mache ich gern. Sehr viel. Ja. Es gibt keine Nummer. Wie viele Leute zahlen denn wenn da? Ich dir sage. Ja, wie viele Leute wenn zahlen denn da so am Tag bei dir ein? Es gibt keine Nummer. Doch, es gibt keine Nummer, wenn ich dir sage. Ja. Und ich habe sehr viel auch Geld genommen von denen. Ja, das wissen wir ja schon. Von Deutschen. Ich habe dich richtig gefickt mit dem Geld. Ja? Ja. Na dann. Und so ärgere ich auch die Deutschen. Echt, ja? Ja. Oh ja. Wenn man sich auf so ein minderwertiges Niveau herunterlassen will, dann... Tja, muss ja jeder für sich selbst wissen. Also, mit dir werde ich so, aber mit den anderen werde ich einmal so ruhig und so einfach gut, aber am Ende schmeiß ich die wie eine Mülltonne. Ja. Schön. Ich hatte auch einen Freund, der war Deutscher. Aha. Ich habe alle sein Geld genommen und verlassen. Ja? Ja, was habe ich jetzt von der Info? Einfach, dass ich Deutsche nicht mache, nur ich möchte, dass das Geld meiner ist. Dass sie nur am Null bleiben. Dass du, also wie ein Hitler so, auch Hitler, dass sie nur Zero, also Null bleibt. Aha. Und deshalb, also ich hasse. Ja, schön. Ja. Ich habe extra Deutsch gelernt, nur damit ich das Geld und dass ich dich verarsche und auch die anderen Deutsche verarschen kann. Das glaube ich dir sogar. Ja, du glaubst mir? Wow. Das passt ja zu der restlichen primitiven Art. Deutschland wird mein Land sein. Schön. Ich will dich gern schlagen, so. Professionell schlagen. Mit Boxen, alles. Bis du tot bist. Ja. Schön. Magst du Ukraine jetzt? Ja, das ist mir eigentlich egal. Magst du? Ja oder nein? Wieso? Sag einfach, magst du Ukraine jetzt? Ja, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich war noch nicht in der Ukraine. Doch. Aber sag doch. Ja, wenn ich da noch nicht war, kann ich ja nicht. Ukraine, wir haben gerade jetzt Krieg. Naja, ob man das jetzt... Ja, ist schon Krieg, aber... Magst du die Menschen von Ukraine? Ja, was haben denn die Menschen jetzt mit dir zu tun und mit dem Krieg überhaupt nichts? Doch, haben die zu tun mit mir, weil ich habe das Krieg gemacht. Ach so. Ich habe alles bombardiert mit Russland und so. Na dann. Ja. So, noch ein bisschen, dann verdiene ich ja 600 Euro, dann habe ich ja genug. Ach so. Aber ich habe das auch so mit Geld, ne, das sie mir geschickt haben. Ja. Weißt du, wann habe ich dich verarscht? Das war vor 5 Jahren, habe ich dich richtig verarscht, wo ich dir 100.000 Euro genommen habe und jetzt deshalb machst du auch ein YouTube-Video. Ich habe ja noch nie bei euch eingezahlt. Doch, das war vor 5 Jahren. Ach so. Gib doch zu jetzt, also natürlich gibst du nicht jetzt zu, wegen der Zusuche. Aber gib zu, dass du investiert hast und dein Geld verloren hast und jetzt machst du auch das YouTube-Video. Nö. Ja, doch. Oh, wenn du mit der Meinung bist, dann bleib halt der Meinung, das ist mir ja egal, was du über mich denkst. Ja, aber du gibst ja nicht zu, du lügst die Zuschauer.
Ich belüge die Zuschauer. Mhm. Also du hast Geld verloren, sehr viel Geld. Und deshalb hast du auch mit dem YouTube-Video zu machen, aufzunehmen. Ach so, na dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Ja. Mhm. Dann haben wir das also auch abgehackt. Möchtest du mit meinem Kollegen sprechen? Nee, der ist mir zu primitiv. Nein, nein, das ist ein ganz anderer Kollege. Oh, da möchte ich auch nicht mit Ihnen sprechen. Ach so, ja, dann gib mal her. Der hat auch keinen Bock. Nee, nee, der hat keinen Bock. Ach so. Möchtest du mit einem anderen Kollegen sprechen? Ja, ist mir egal. Wenn ihr noch ein bisschen möchtest eure du, Zeit... Möchten Sie nicht? Wenn ihr noch ein bisschen eure Zeit verplempert wird, wollt meinetwegen. Aber der ist nicht schwul. Machen Sie keine Angst. Ach so. Doch, hast du keine Angst zu haben, du Schwultel. Mhm. Oh mein Gott, ey. Rauchst du Marihuana? Nee. Doch, du rauchst Marihuana. Sag mal Marihuana einmal. Nee. Sag, du sagst das nicht, weil dein Kanal wird blockiert, wenn du Marihuana sagst. Was für ein Ding? Nee, der Kanal wird doch deswegen nicht blockiert. Doch. Gib zu, wenn du das nicht sagst, dann wird dein Kanal blockiert. Dann stimmt das, was ich sage. Sag einfach Marihuana. Ich bin kein Papagei, der dir irgendwas nachplappert. Du sagst das nicht, weil dein Kanal wird blockiert. Mhm. Sag einfach Marihuana, dann werde ich schon aufhören zu sagen Marihuana. Sag doch Marihuana. Apfelmus. Marihuana. Mhm. Kennst du Deutsche Scraper? Tu mal lieber die Märchen. No. Sag mal, kennst du Deutsche Scraper? In Ernst jetzt? Nee, ich guck keinen Rap. Und höre auch keinen Rap. No. Musst du nicht gucken, sondern Songs hören von Rap. Nee. Sag doch. Mm-mm. Was für eine Musik hörst du denn? Geht dich doch nichts an. Ich frag doch, sag doch. Mm-mm. Ihr seht dich nicht an, wie ein Schwul bist du. Ja. Wie ein Schlampe. Eine schwule Schlampe. Ja. Ekliger Hurensohn. Schön. Ekliger Schwul. Ja, fein. Marihuana. Marihuana. Sag mal. Wo gehst du denn so Urlaub machen? Wo gehst du überhaupt überleben? Wo machst du Urlaub heute? Oder später? Wo du machst Urlaub? Dieses Jahr fahren wir noch nach Namibia. Nach wo? Nach Namibia. Oh. Das liegt in Südafrika. Wow. Und wie viel zahlen du? Wie viel ich bezahle dafür? Ja. Aber da werden sie richtig abzocken. Ja? Ja. Meinst du? Ja. Kann ja sein. Ja, nicht kann sein, doch. Ja. Kann sein. Und was machst du so gern, Hobbys? Arbeitest du nicht oder machst du nur ein YouTube-Video? Das verrate ich dir auch nicht. Du musst auch nicht verraten, du Dummes. Ja. Sag mal, hast du eine Frau? Nee. Oh, wie alt bist du denn? Wie alt bist du? Sag ich dir nicht. Sag! Nö. Oh mein Gott, willst du doch nicht deine Eltern sagen, sag doch jetzt. Nö, warum? Wozu? Was hast du denn von der Information? Nix? Ja, vielleicht ich möchte dich kennenlernen. Ja, bestimmt. Vielleicht werden wir auch zusammen sein. Ja, mit so einem Opfer, ja. Oder was? Doch, wieso nicht? Mhm. Man weiß nicht. Mhm. Ja. So viel Geld kannst du gar nicht zahlen, dass man dich erträgt. Nein, wie alt bist du? Vielleicht haben sie auch heiraten, keine Ahnung, Kinder bekommen. Genau. Sag jetzt! Also du solltest auf jeden Fall keine Kinder in die Welt setzen mit solchen Benehmen und solchen... Wieso? Tja. Wieso soll ich keine Kinder haben? Ja, weil das definitiv den EQ unseres Erdballs ein ganzes Stück senken würde. Schau mal, ich werde meine Kinder lernen, also meinen Charakter zu haben. Du lernst auch, also meine Kinder auch deinen Charakter zu haben. Dann haben sie zwei Charakter. Zwei Sorten Charakter. Wie findest du? Bist du da? Ich bin da. Sag, wie findest du es? Was?
Wie sind wir safe, wenn wir Kinder haben? Ja, wir werden keine Kinder haben. Doch, wir werden. Mm-mm. Doch, verdammt. Nee, so Leuten wie dir sollte man das Kinder in die Welt setzen verbieten. Können wir uns treffen? Also ich vermute ganz stark, entweder vom Wickeltisch gefallen oder, weiß ich nicht, beim Schaukeln stand die Schaukel zu nah an der Wand. Schau mal, wir treffen uns jetzt echt. Mhm. Ohne Spaß. Mhm, schön. Also, ich sag dir eine Adresse, wo du auch kommst. Ist okay? Was? Kommst du? Werden wir uns treffen? Nee. Doch, wieso? Denn hast du Angst von mir? Nee. Ach so, jetzt weiß ich. Du hast Angst vor mir, dass ich dich auch nicht abzocke wie mein Ex-Freund. Mhm. Ne? Ganz bestimmt. Okay, dann tschüss. Mhm. Winke, winke. Das war's schon mit der Kakerlaken-Party. In der nächsten Woche geht's weiter. Wenn du magst, siehst du hier jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, die du dir auch gerne noch anschauen kannst bis zum nächsten Hörspiel. Oder, wenn du magst, morgen gibt es ein Infovideo. Ansonsten hörst du am Montag wieder ein ganz normales Telefongespräch. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.